Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie zur 25. Plenarsitzung herzlich begrüßen. Schriftführende Abgeordnete sind Frau Dr. Ganster und Frau Katsungo Haas. Dr. Ganster wird die Rednerliste führen. Entschuldigt fehlen heute die Landtagsvizepräsidentin Frau Schleicher-Rothmund, die Abgeordnete Bubis-Leifert, der Abgeordnete Dr. Gentsch, der Abgeordnete Gies, die Abgeordnete Frau Thelen und die Abgeordnete Frau Vilnius-Senser sowie die Staatssekretäre Herr Beckmann und Herr Hoch. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 18, aktuelle Debatte, und beginnen mit dem Antrag der SPD-Fraktion Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Opel, Auswirkungen der Übernahmepläne auf den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Hier spricht der Abgeordnete Schweizer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, guten Morgen, meine Damen und Herren. Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Opel, die beschäftigt sind an den Standorten in Rüsselsheim und in Kaiserslautern. Das soll nicht nur das Thema dieser aktuellen Debatte sein, sondern das leitet uns als sozialdemokratisch geführte Landesregierung insgesamt. Und ich komme gerade aus einem Gespräch, das ich hatte mit Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, mit unserer Arbeitsministerin und ihrem Staatssekretär, mit Vertretern des Betriebsrates von Opel in Kaiserslautern. Und auch da ist deutlich geworden, dass wir mit dem Interesse für die Jobs, für die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze am Standort in Rheinland-Pfalz alle weiteren Schritte, die wir einnehmen können und vornehmen können in Rheinland-Pfalz, gemeinsam in die Hand nehmen wollen, meine Damen und Herren. Und natürlich hat uns das erstmal wie ein Schock berührt, als wir diese Nachrichten aufgenommen haben, die sehr plötzlich, urplötzlich gekommen sind, dass GM sich von Opel trennen möchte, dass es schon offensichtlich konkrete Gespräche mit PSA, mit dem französischen Automobilkonzern, der für die Marken Citroën und Peugeot steht, gibt. Und uns kann auch nicht schmecken, dass Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerschaft ebenfalls über die Medien, über Twitter davon erfahren haben. Und das erste Gefühl war, das fängt nicht gut an, das kann nicht gut enden. Aber ich habe heute den Eindruck, dass man mit Blick auf die Qualität der Arbeit, die an den Standorten von Opel in Deutschland vorgenommen wird, mit viel Selbstbewusstsein in diese Gespräche gehen kann. Dass auch eine Chance darin liegt. Dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass General Motors nie wirklich Anschluss gefunden hat an den europäischen Markt. Dass sie nie wirklich Anschluss gefunden haben, auch an die Diskussionen, was die Produkt- und Entwicklungsmöglichkeiten von Automobilen in Europa angeht. Dass natürlich auch die Branche sich massiv verändert hat oder in Veränderungsprozessen ist, auch ausgelöst durch den Dieselskandal bei VW. Dass die Frage der Elektrifizierung eine ganz besondere spielt. Und dass natürlich ein amerikanischer Automobilkonzern mit Blick auf den nordamerikanischen Markt und den Blick auf den europäischen Markt es schwierig finden wird, eine gemeinsame Produktpalette so zu entwickeln, dass die Produkte, die man auf den Markt bringt, bei beiden Kundenstämmen tatsächlich immer gut ankommen. Und wenn man sich anschaut, wie zum Teil deckungsgleich die Produktpalette von PSA in Frankreich ist mit der bei Opel, dann kann man auch sehen, wo die Chancen liegen. Und es ist nicht so, dass wir über Kannibalisierung vor allem reden müssen, was mancher Experte jetzt in diesen Tagen auch den Medien zu Protokoll gibt. Nach dem Motto, das kann ja nicht angehen, dass ein französischer Konzern und ein deutscher Konzern, eine deutsche Marke gemeinsam Produkte entwickeln und am Ende beide davon profitieren. Aber es gibt Beispiele dafür, schauen Sie sich eben auch VW an, wie man mit unterschiedlichen Marken auf einer gleichen gemeinsamen Plattform unterschiedliche Branchen in unterschiedlichen Märkten gemeinsam erreichen kann. Also dass diese Produkttiefe durch Kooperation erreicht werden kann. Und genau das ist der Weg, den wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen für Opel sehen, für PSA sehen. Und da liegt die Chance, meine Damen und Herren, für die Jobs in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Applaus
Und ich bin sehr froh, dass auch durch das Gespräch, das wir heute Morgen hatten, deutlich geworden ist, wo die Chance darin liegt, dass wir eine starke Mitbestimmung haben. Es sind die Betriebsräte, die jetzt zur Stunde, letzte Nacht zu Beginn der Nachtschicht, jetzt, wenn die Frühschicht angefangen hat, die Kolleginnen und Kollegen informieren. Es sind die Betriebsräte, die dafür sorgen, Leute, bleibt gelassen, wir sind stark, wir können was, wir sind auch mit guten Produkten am Markt und wir wollen auch diese Stärke einbringen. Aber natürlich muss sich das auch fortsetzen. Ich erwarte schon von denen, die Verantwortung haben, dass sie den weiteren Weg offen und transparent mit den Arbeitnehmervertretungen abstimmen und dass sie die Chance sehen, dass ein starkes, mitbestimmtes Unternehmen auch mit Selbstbewusstsein in diese Gespräche gehen kann. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Natürlich ist es auch so, dass Politik ihre Rolle hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass die beiden zuständigen Bundesministerinnen, Andrea Nahles für Arbeit, Brigitte Zypries für Wirtschaft, sehr schnell gesagt haben, wir führen die Gespräche mit unseren Amtskolleginnen. Und ich will auch deutlich darauf hinweisen, dass es ja Minuten nur gedauert hat, bis unsere Ministerpräsidentin die Gespräche geführt hat, die man führen kann, und dafür gesorgt hat, dass aus Rheinland-Pfalz deutlich wird, wir wollen die Standorte erhalten, wir wollen die Marke erhalten und wir wollen die Jobs erhalten in Rheinland-Pfalz. Das muss auch die Botschaft sein dieser Debatte heute Morgen. Unser Weg ist im Gespräch mit den französischen Kolleginnen und Kollegen auf Ebene der Gewerkschaften, der Parlamente, aber auch der politischen Parteien unseren Teil dazu beizutragen, dass Verständnis dafür entsteht, dass Opel kein kranker Mann ist, keine kranke Frau ist, sondern dass es eine starke Marke ist, die sich einbringen kann und die auch etwas leisten kann. Und genau darum soll es auch in dieser Debatte gehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis hierher. Wir dürfen Gäste im Rheinland-Pfälzischen Landtag begrüßen, passend zum Thema Vertreter des Betriebsrates von Adam Opel. Herzlich willkommen bei uns im Landtag. Und wir dürfen die Rentnergemeinschaft Neuwieder, Geländerverein e.V. Neuwied begrüßen. Herzlich willkommen bei uns im Landtag. Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Baldauf das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser aller Interesse muss sein, die Standorte in Kaiserslautern und Rüsselsheim zu erhalten. Und ich glaube, da gebe ich meinem Vorredner recht, dass dies nur zusammen gehen wird. Aber lieber Kollege Schweizer, dazu gehören neben Frau Zypries und Frau Nahles auch Frau Merkel und Herr Bouffier. Und deshalb wäre es gut, wenn wir uns es angewöhnen würden, auch alle Personen, die hier etwas bewegen können, zu erwähnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich selbst kann für uns als Fraktion sagen, wir haben auch in der Vergangenheit immer ein klares Bekenntnis zu den Standorten abgegeben. Und wir haben jetzt eine Situation, bei der wir uns als Politiker in diesem Raum auch fragen müssen, was können wir selbst an Unterstützung leisten, damit die Standorte an diesen beiden Orten erhalten bleiben. Und da darf man nicht verhehlen, dass es eine Geschichte bei Opel gibt, die viele kennen, nicht alle kennen, die auch sehr schwierig war in den letzten Jahren. Begonnen sogar schon 1929 mit der Frage in der Wirtschaftskrise, wieso damals die Patente in die USA gingen. Da ging es los mit General Motors. Und das habe ich selbst hier noch miterlebt, viele der Kolleginnen und Kollegen auch, die Frage, ob damals im Jahre 2007 Magna die Firma Opel übernimmt. All dies waren schwierige Zeiten und weil heute auch der Betriebsrat da ist, kann ich nur sagen, war es auch in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass man alles daran gesetzt hat, die Arbeitsplätze zu sichern, die Standorte zu sichern, weil man ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch nicht vergessen darf, dass hinter der Firma Opel an den Standorten auch sehr viele Arbeitsplätze bei den Zulieferern herrschen und vorgehalten werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, genau diese Firma zur Wertschöpfung nicht nur in Kaiserslautern und nicht nur in Rüsselsheim, aber in Gesamtdeutschland beiträgt. Und deshalb wollen wir alles dafür tun,
dass die Standorte gesichert, ja am besten gestärkt werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man dann überlegt, was in den nächsten Tagen zu tun ist und wie es sich entwickeln kann, so glaube ich, dass in einer solchen, wenn sie denn kommt, Fusion und wenn sie ordentlich gemacht wird, auch eine Chance für Opel stecken kann. Es ist nicht zu verhehlen und auch bekannt, dass Opel seit 1999 keine schwarzen Zahlen mehr schreibt. Selbstkritisch angemerkt liegt das auch an uns allen, wie wir eine Marke unterstützen oder nicht. Und ich glaube, dass in Zukunft vor allem ein Spielfeld eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, das wird die Elektromobilität sein. Und genau in diesem Bereich der Elektromobilität ist es sicher so, dass man durch die ganzen Forschungsprojekte, die man dafür braucht, ob es Speicherfragen sind, ob es Ladestationenfragen sind, ob es infrastrukturelle Fragen sind, in Zukunft mit größeren Einheiten sicher weiterkommen wird als mit kleineren Einheiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und von daher, ich wiederhole das, kann ein solcher Zusammenschluss durchaus Sinn machen, vielleicht sogar noch mehr mit einem Franzosen als unter der Ägide der Amerikaner. Das muss man in den nächsten Tagen und Wochen beobachten. Und was ich glaube, und jetzt komme ich auf das, was ich glaube, was wir als Parlamentarier in diesem Raum bewegen können, was wir tun müssen, ist Folgendes. Es ist kein Geheimnis, dass PSA eine sehr enge Verbindung zur französischen Regierung unterhält, weil in Frankreich das Wirtschaftssystem anders angelegt ist. Und genau da, glaube ich, müssen wir sehr genau darauf achten, dass über die europäischen Kartellbehörden eine klare Maßgabe auch von uns als Signal ausgesandt wird, dass wir nicht akzeptieren werden, dass deutsche Arbeitnehmer unter den Interessen von französischen Arbeitnehmern dann leiden sollten, weil diese Gefahr kann kommen. Deshalb plädiere ich dafür in diesem Raum, wir haben uns darauf verständigt, dies zu tun, und es wird ja von höchster Stelle, sprich auch von der Bundeskanzlerin, bereits unterstützt, dass wir uns genau auf diese europäische Ebene auch begeben und dort ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir nicht akzeptieren werden, dass zulasten der Standorte, zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande auf Kosten unserer Beschäftigungssituation ein Nachteil entsteht. Dafür stehen wir und dafür werden wir uns einsetzen. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion. Der Abgeordnete Wink, oder? Ja. Entschuldigung, es war mein Fehler. Nein, es war mein Fehler gewesen, Herr Wink. Entschuldigung, der Dr. Böhm hat sich ordnungsgemäß gemeldet, ist auch dran nach dem Kollegen. Entschuldigung, das war. Ja. Bitte, Herr Dr. Böhm. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete und Regierungsmitglieder. Und auch Herr Schweizer und Herr Waldorf, ich glaube, bei diesem Thema sind wir uns alle einig hier. Das brauche ich auch nicht wiederholen, was Sie gesagt haben. Vielleicht kann ich noch einen eigenen Akzent mit einbringen. Die AfD-Fraktion im Landtag ist solidarisch mit den Mitarbeitern von Opel und wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Erhaltung der Arbeitsplätze einsetzen. Wir bleiben hier erst einmal optimistisch und hoffen, dass diese Übernahme auch zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen kann. An diesem Punkt möchte ich als ehemaliger Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender noch ein Thema einbringen, was mir persönlich am Herzen liegt. Die Übernahme der Opel-Standorte stellt eine Betriebsänderung dar im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes, § 111, 112. Und hier gibt es bestimmte Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte für die Arbeitnehmervertretungen. Und da dreht es sich um den Interessenausgleich und den Sozialplan.
Und aus eigener, leidvoller Erfahrung weiß ich, dass gerade in solchen großen Unternehmen, bei internationalen Deals, großen Firmen, der Teil des Interessenausgleiches weitestgehend ignoriert wird. Er ist aber gesetzlich vorgeschrieben. Er ist nicht einklagbar. Wenn es nicht zu einem Interessenausgleich kommt, ist das nicht rechtlich anfechtbar. Aber es ist vorgeschrieben, dass dieser Interessenausgleich durchgeführt wird. Und das Wichtige dabei ist, dass die Vertreter der Arbeitnehmerschaft rechtzeitig und umfassend, so steht es im Betriebsverfassungsgesetz, informiert werden über die Eckpunkte des geplanten Deals und über die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer. Ja, und das wird oftmals ignoriert von großen Firmen. Man wird dann mit einem Deal konfrontiert und dann heißt es so, das ist der Vertrag und jetzt verhandeln wir über den Sozialplan. Ja, das darf nicht sein und ich bitte die Landesregierung und alle Beteiligten, die sich hier in diese Verhandlung einklinken, darauf zu achten, dass die Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes hier auch eingehalten werden. Ja. Laut Presseberichten und den Aussagen heute hat die Landesregierung hier schon Kontakte aufgenommen zu den entsprechenden Verhandlungspartnern und auch zu den anderen Bundesländern, die hier betroffen und beteiligt sind. Und das können wir nur unterstützen und die Landesregierung auffordern, das Parlament hier auch rechtzeitig und umfassend zu informieren über die aktuellen Entwicklungen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Wink das Wort. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zuerst möchte ich einmal sagen, dass die Freien Demokraten es ausdrücklich begrüßen, dass die Landesregierung gegenüber PSA ihre Unterstützung und ihre Verhandlungsbereitschaft ausgesprochen hat, es aber an die Bedingung geknüpft hat, dass die sich klar zu dem Standort bekennen. Wissen Sie, wir wollen ja ausländische Investoren. Wir sind ja froh drum, wenn die kommen, hier bei uns investieren wollen. Aber so wie ausländische Investoren von der Politik ein Bekenntnis zu einem Standort erwarten, so erwarten auch wir, dass ein Investor sich ganz klar zu einem Standort bekennt. Das ist Grundvoraussetzung. Der Standort Kaiserslautern zeichnet sich einmal durch gute Infrastruktur und durch gut ausgebildetes Personal aus. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten in den letzten Jahren schon sehr viel mitmachen und blieben trotzdem ihrem Arbeitgeber treu. Und das ist eine Riesenleistung, die ich hier einmal erwähnen möchte. Sollten also die Übernahmegespräche zwischen PSA und GM erfolgreich sein, so findet der neue Eigentümer eine gute Infrastruktur, hochqualifiziertes und absolut loyales Personal vor, das seit Bestehen zur Sicherung des Standortes beigetragen hat. Die Automobilbranche befindet sich in einem großen Umschwung. Digitalisierung der Fahrzeuge, erweiterte Umweltstandards, Weiterentwicklung der Elektromobilität. Diese Punkte sind alles Punkte, die den Industriesektor maßgeblich beeinflussen. Und trotzdem sind wir Freien Demokraten der Meinung, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter und der ganze Opel-Konzern ebenfalls als deutscher Hersteller diese Zeichen der Zeit erkannt hat und sich als Marke am Markt attraktiv macht, die es zu erhalten gilt. Dennoch ist es nicht die Aufgabe der Politik, durch Versprechungen finanzieller Art das Unternehmen kurzfristig bzw. den Standard kurzfristig zu sichern. Viel wichtiger ist es, dass wir einerseits ein absolut starker Partner für die Mitarbeiterinnen und den Konzern sind und auf der anderen Seite ein harter Verhandlungspartner gegenüber dem Investor. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir einen Standort noch attraktiver machen können. Hier unterhalten wir uns einmal über die Infrastruktur und zwar alle Teile, Schule, Freizeit, Verkehr, was alles da reinkommt. Und auf der anderen Seite könnte man sich überlegen, wie man die Chancen eines Brexit nutzt, um zum Beispiel indische Unternehmen mit Sitz in Großbritannien nach Rheinland-Pfalz zu ziehen, um diesen Standort hier noch attraktiver zu machen, noch menschenreicher zu machen und weiterzuführen. Ja, was dazugelernt. Ja. Abschließend möchte ich aber betonen,
dass auch die Freien Demokraten natürlich die Gespräche sehr, sehr aufmerksam begleiten werden, kritisch begleiten werden, der Landesregierung absolute Unterstützung in den Gesprächen zusagen werden, weil der Standort Kaiserslautern für uns eine sehr hohe Priorität hat. Und ich kann sagen, ich als Westpelzer habe auch eine persönliche Bindung zur Lautre. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat Abgeordneter Köper das Wort. Guten Fußball, hä? Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem pelzischen Dialekt wird es nichts mehr, aber wir haben auch in Reu-Hesse viele tausend abhängig Beschäftigte. Von Opel, meine Damen und Herren, ich will auch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ein klares Bekenntnis zu den Standorten Kaiserslautern und Rüsselsheim von Opel abgeben und auch unsere Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücken. Und es ist ja nicht das erste Mal, das ist ja allein in 10 Jahren mindestens jetzt das dritte Mal, wo wir um die Zukunft von Opel bangen und diskutieren. Und ich kann es nicht verhehlen, nochmal daran zu erinnern, dass es auch in den Jahren 2009 fortfolgende auch an der Blockadehaltung der Bundesregierung gelegen hat. Das war kein langfristig tragfähiges Konzept für Opel in Deutschland auf die Reise gebracht haben, dass die Abhängigkeit von GM in Detroit weiterhin bestehen bleibt und ein Stück weit fällt uns das jetzt auch auf die Füße. Meine Damen und Herren, vieles Richtige ist gesagt worden. Ich will noch mal 3 Punkte unterstreichen. Das eine ist, dass man bei einem Deal von einem solchen Ausmaß nach unseren Vorstellungen zumindest nicht derartig an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbei operieren darf, dass die Mitbestimmungsrechte hier quasi nicht gesehen worden sind. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass in allen weiteren Schritten die Mitbestimmung der Betriebsräte, der Gewerkschaften, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch entsprechend gewahrt bleibt. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass hier eine Veränderung in der Unternehmensstruktur auch positiv gelingen kann. Kein Unternehmen auf der Welt kann es sich leisten, gegen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu agitieren. Das ist eben auch etwas, was uns hier in Deutschland und Rheinland-Pfalz entsprechend auszeichnet und zu einem guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktstandort macht. Und ich glaube, dass das jetzt hier auch in besonderer Weise einzufordern ist bei der weiteren Zukunft von Opel. Meine Damen und Herren, das Zweite ist auch schon angesprochen worden, wir dürfen nicht zulassen, dass Standorte in Deutschland gegeneinander ausgespielt werden. Deswegen ist es gut, dass die Landesregierung gemeinsam mit den anderen betroffenen Landesregierungen und auch der Bundesregierung gemeinsam jetzt auch auftritt gegenüber Peugeot, gegenüber GM und gegenüber auch den Freunden aus Frankreich. Ich glaube, das kann uns allen nicht gedient sein, dass wir sagen, Kaiserslautern muss erhalten bleiben, aber dann werden in Rüsselsheim Arbeitsplätze abgebaut oder eben umgekehrt oder eben das Eisenach betroffen ist. Ich glaube, da bringt sich keiner in eine Gewinnerposition, sondern es geht darum, insgesamt zukunftsfähige Arbeitsplätze entsprechend auch zu erhalten. Und noch ein letzter Punkt, den ich auch als Grüner insbesondere ansprechen möchte. Wir haben bereits in der Opel-Krise 2009 ganz klar formuliert, wie eine Zukunft auch von Opel aussehen kann. Nämlich, dass wir sie als grün beschrieben haben und dass die Innovation in der Automobilindustrie, auch was Effizienz und alternative Antriebstechnologien dringend voranschreiten muss. Und ich glaube auch, dass es kein Geheimnis ist, dass eben dieser ökologische Anspruch auch ein knallhart ökonomischer und Standortvorteil ist. 8.000 der 15.000 Beschäftigten in Rüsselsheim sind dem Entwicklungszentrum zuzuordnen. Und hier geht es um innovative Technologien. Kollege Baldorf hat ja gesagt, hier geht es um Elektromobilität. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Standortfaktor auch hier in der Region ist, wovon auch dann
gegebenenfalls Peugeot profitieren kann, weil ich glaube auch, dass in jeder Krise auch eine Chance liegen kann, dass man hier einen gemeinsamen deutsch-französischen Konzern auch was schaffen kann. Da ist es aber eben wichtig, die Innovation und das Know-how für neue Technologien der Automobilindustrie aus Rüsselsheim nicht zu schwächen, sondern eben zu stärken und hier am Standort auch zu halten. Darauf hat ja auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, um ihn auch mal zu nennen, auch entsprechend darauf hingewiesen, dass die Bedeutung des Standortes gerade in Rüsselsheim auch mit dem Entwicklungszentrum entsprechend steht und fällt. Deswegen glauben wir auch, dass es dringend einen Schub braucht, auf Bundes-, aber auch auf europäischer Ebene, was die Elektromobilität angeht. Auch das wäre ein Beitrag, Arbeitsplätze in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, bei Opel zukunftsfähig und sicher zu machen. Und in diesem Sinne auch unsere Solidarität mit Opel hier am Standort in Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung hat die Ministerpräsidentin das Wort. Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, auch lieber Thorsten Zangerle und liebe Kollegen des Betriebsrates. Ich bin sehr froh, dass die SPD diese aktuelle Debatte heute angestoßen hat, denn natürlich war es für uns alle so, wir waren vollkommen überrascht von dieser Nachricht und es war gerade für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich eine ganz besonders große Verunsicherung in dem Moment. Aber mit etwas Abstand, mit vielen Gesprächen, kann man heute dann doch das Signal ausgeben, dass wir etwas zuversichtlicher sind über diese Nachricht. Und inzwischen sind die Gewerkschaften, die Betriebsräte einbezogen in alle Gespräche, auch das deutsche Management. Insofern wird es jetzt darum gehen, und erste Signale gibt es auch zu dieser Frage der Übernahme der Standorte und kein Beschäftigungsverluste, dass man versucht, diesen Prozess wirklich konstruktiv und gut miteinander zu begleiten. Und ich versichere jetzt für die Landesregierung, alle Fraktionen haben das schon getan, dass wir natürlich Zeit an Zeit mit den Opelanern um diese Standorte kämpfen, aber vor allem auch um ein gutes Zukunftskonzept kämpfen. Darauf kann sich jeder bei Opel verlassen. Und vielleicht, um auch noch mal jetzt alle genannt zu haben, in der Bundesregierung werden die Aktivitäten koordiniert durch das Bundeswirtschaftsministerium. Selbstverständlich ist Kanzleramt, selbstverständlich das Arbeitsministerium und andere Ministerien mit einbezogen. Bei uns, wir koordinieren in der Staatskanzlei, selbstverständlich für den Wirtschaftsminister, für die Arbeitsministerin. Wir sind im engen Austausch miteinander und selbstverständlich führen wir alle Gespräche, die wir zurzeit zahlreich führen, mit allen Kollegen und Kolleginnen, nämlich aus Hessen und aus Thüringen, um auch das noch mal gesagt zu haben, und selbstverständlich mit der Bundesregierung, weil wir uns alle einig sind, dass wir nur gemeinsam für Opel kämpfen können und dass wir nur gemeinsam auch dazu kommen können, dass wir gegebenenfalls dann eben auch Zukunftsoptionen für Opel in der Zukunft haben. Und für uns gilt vor allem, für mich ist das ganz erheblich, für die Landesregierung, aber alle anderen haben es auch gesagt, dass die Marke Opel erhalten bleibt, dass es wirklich darum geht, dass auch in einem Zusammengehen mit PSA Opel eine eigenständige Marke bleibt. Das geht natürlich um die Produktionsstandorte, es geht um die Arbeitsplätze, aber es geht auch um eine Zukunftsvision. Denn, meine sehr geehrten Herren und Damen, das ist von vielen gesagt worden, wir sind in Rheinland-Pfalz eben auch ein Opel-Land. 2.100 Menschen arbeiten im Werk in Kaiserslautern. Opel ist der größte industrielle Arbeitgeber in der Westpfalz. Und hinzu kommen natürlich noch die beachtliche Anzahl von Zulieferbetrieben und Dienstleistern und natürlich auch die ganzen vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die von hier aus nach Rüsselsheim pendeln. Opel hat eine beträchtliche Tradition in Rheinland-Pfalz und ich werde nicht vergessen das Jubiläum zum 50-Jährigen, das wir letztes Jahr gefeiert haben, wo die Opelaner seit langer, langer Zeit wirklich auch mit ganz viel Optimismus dieses Jubiläum gefeiert haben und dass dieser Optimismus auch wiederkehrt mit diesem neuen Geschäft, das wünsche ich mir wirklich aus ganzem Herzen. Man darf auch sagen, mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Karl-Thomas Neumann, seinem Team und den Gewerkschaften im Betriebsrat auf der anderen Seite hat Opel in den letzten Jahren einen sehr konsequenten Weg der Modernisierung beschritten, der den Opelanern sehr viel abverlangt hat, aber auf der anderen Seite ganz vielversprechende Entwicklungen eben auch angestoßen hat. Was die Opelaner geschafft haben, ist einfach großartig. Im Bewusstsein der langen Tradition ihrer Marke mit dem Blitz haben sie einen mutigen Schritt der Veränderung gewagt. Und deshalb sage ich das auch nochmal, weil das Ganze läuft unter dem Titel Umparken im Kopf. Manche oder meiste oder vielleicht alle, hoffentlich alle, kennen diese Werbung auch.
Aber Umparken im Kopf steht nicht nur für Werbung. Es steht dafür, dass Opel umgeparkt hat im Kopf. Und man kann es tatsächlich nicht nur am Werbeslogan ablesen, sondern man kann es sehen an den neuen Modellen mit innovativen Antriebstechnologien, Autos, die Auszeichnungen erhalten und Testsiegs einfahren. Und plötzlich hat man mit Opel wieder Frische und Modernität verbunden und das nach einer langen Durststrecke. Und ich wünschte mir, dass der eine oder andere Experte oder Sachverständiger, der sich über die Automobilbranche zurzeit auslässt, vielleicht auch mal zur Kenntnis nimmt, dass Opel längst auf einem wirklich guten Weg ist. Und das kann man auch an den Zahlen ablesen. Natürlich hat es Opel leider nicht geschafft, schwarze Zahlen im letzten Jahr zu schreiben. Das hat auch ein bisschen was mit den Entscheidungen in Großbritannien zu tun gehabt. Und dennoch konnte Opel sein Defizit im letzten Jahr um 600 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr verbessern. Und man war zuversichtlich, dass sich im nächsten Jahr, in diesem Jahr, das Ganze in schwarze Zahlen eben auch entwickelt. Zur Veränderung gehört bei Opel auch, sich fit zu machen für neue Technologien der Zukunft. Das ist gesagt worden. Das Modell Ampera E ist ein Beispiel dafür. Zwei Modelle kommen auf den Markt, die auch wirklich versprechen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Und in Klammer sage ich jetzt auch noch mal, auch PSA hat nach hartem Sanierungskurs in den letzten Jahren wieder Gewinne geschrieben, sowohl im Jahr 2015 als auch im Jahr 2016. Es gibt also Grund zum Optimismus, dass dieses gemeinsame Zusammengehen auch eine gute Chance sein kann. Viele haben es betont, vielleicht eine größere Chance als mit GM, die ja mit ganz vielen Behinderungen auch zusammenhingen, nämlich beschränkter Marktzugang, Hindernisse der Entwicklung neuer Technologien. Es gab zahlreiche Beschränkungen. Und die Übernahme durch PSA bietet die Chance, als dann den zweitgrößten europäischen Automobilkonzern ein gewichtiger Spieler auf dem Weltmarkt zu werden. Abschließend sind es drei Punkte, die für mich von ganz besonderer Bedeutung sind oder für uns als Landesregierung auch in Absprache mit den Gewerkschaften, mit dem Betriebsrat, mit dem deutschen Management. Der erste Punkt ist, dass die Tarifvereinbarungen, die getroffen worden sind, in der letzten Krise, als die Standorte neu organisiert worden sind, auch mit Aufträgen versehen worden sind, dass die übernommen werden. Sie gehen bis über 2020 hinaus und sie würden den Beschäftigten ausreichend Sicherheit geben, dass erstmal auch Ruhe einkehrt. Es gibt Signale, dass PSA das vorhat und wir werden alle dann daran arbeiten, dass das so kommt. Der zweite Punkt ist, dass wir als Politik gemeinsam an einem Strang ziehen, damit die Marke erhalten bleibt, damit die Sicherung der Standorte stattfindet, aber auch, dass es ein Zukunftskonzept gibt, nämlich dass Opel strukturell in diesem Unternehmen verankert wird, dass eben auch Forschung und Entwicklung, was für Rüsselsheim so bedeutsam ist, dass diese Möglichkeit auch in der Zukunft gegeben ist. Und der dritte Punkt, der mir sehr wichtig ist, uns sehr wichtig ist, dass wir diese Sache auch diskutieren als Win-Win-Situation für PSA und für Opel. Nur dann kann das wirklich dann auch eine Geschichte werden, die man auch positiv begleiten kann. Denn wir wollen nicht nur, dass Opel bis 2020 eine gute Perspektive hat, weil die Tarifvereinbarungen übernommen werden, sondern dass es eine echte Zukunft gibt, auch in Zukunft. Und daran arbeiten wir gemeinsam. Und ich bin sehr froh darüber, dass das auch die einheitliche Meinung hier im Parlament ist. Wir bleiben miteinander im Kontakt und hoffen, dass diese Chance wirklich eine gute Chance für Opel wird. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich. Herr Schmeitzer, bitte. Meine Damen und Herren, lieber Herr Präsident, ich finde, das ist ein gutes Signal. Das ist auch das, was die Beschäftigten bei Opel in Rüsselsheim und in Kaiserslautern verdient haben, dass wir uns an dieser Stelle zusammen aufstellen. Ich schlage auch vor, dass wir zum gegebenen Zeitpunkt eine gemeinsame Sitzung von Sozialpolitischem und Wirtschaftsausschuss machen, wo wir uns über den Stand der Dinge berichten lassen. Und wir wollen auch diese Gemeinsamkeit mit Blick auf die Bundesebene. Es ist gut, dass Angela Merkel, lieber Herr Baldauf und Martin Schulz an diesen Themen dran sind, dass sie ihre Möglichkeiten nutzen, um über den europäischen Weg auch diese Vereinbarungen zum Wohle der Beschäftigten. Ich glaube, ich habe Sie nicht genau getroffen, aber ich glaube, zumindest zu 50% habe ich das gemeint, was Sie meinen, lieber Herr Baldauf. Aber dennoch ist es gut, dass wir an dieser Stelle uns in der politischen Verantwortung
in der Gemeinsamkeit bewegen. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und lassen Sie mich einen Satz noch sagen, weil ich dann auch immer höre, die Politik ist erst dann mobilisiert, wenn es um große Unternehmenseinheiten geht. Ja, natürlich ist das eine große Unternehmenseinheit. Aber wer die stark mittelständisch geprägte Struktur in Rheinland-Pfalz kennt, der weiß, dass rund um die Opel-Standorte, sowohl in Hessen, aber natürlich auch mit Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, aber auch in Kaiserslautern, es ganz viele Unternehmer gibt im kleinen und mittleren Unternehmensbereich, die davon profitieren, dass es dort diesen Opel-Standort gibt. Und darum ist das immer auch ein Blick, den wir auf die gesamte Wirtschaftsstruktur haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion der Abgeordnete Baldauf. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte festhalten, es ist eine wirklich sehr angenehme Debatte, weil es um die Sache geht. Und wir möchten Sie bitten, Frau Ministerpräsidentin, uns regelmäßig auf dem Stand Ihrer Fortschritte zu halten, dass wir das vielleicht nicht nur im Ausschuss haben, sondern auch ab und an des Öfteren hören, und bieten natürlich an, unsere Drähte, die wir ja auch haben, entsprechend zu nutzen, bis auf die Bundesebene und auf die europäische Ebene, damit in der Sache dasjenige, was wir uns alle wünschen, passiert, dass die Standorte aus dieser Verhandlung gestärkt und nicht geschwächt hervorgehen. Herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der erste Teil der aktuellen Debatte beendet. Und wir kommen zum zweiten Teil auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Brände, Risse, Altersschwäche, grenznahe Schrottmeiler müssen umgehend abgeschaltet werden. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Blatzheim-Rögler. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, auch in dieser Legislatur müssen wir uns wieder dem unseligen Thema widmen. Ja, es ist schon fast zu einer unseligen Tradition geworden, die Atomkraftwerke im grenznahen Raum zu Rheinland-Pfalz, zu Deutschland, sind auch in dieser Legislaturperiode natürlich nicht sicherer geworden. Und ich will darauf hinweisen, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode auf unseren Antrag hin schon mehrfach zu diesem Thema gesprochen haben, debattiert haben. Es gab 7 kleine Anfragen, 3 mündliche Anfragen, mehrere GOLTs, verschiedene aktuelle Debatten. Und das möchte ich besonders herausheben, es gab 2 gemeinsam überfraktionell verabschiedete Plenaranträge zu Cattenom und zum Endlager Buer. Es gab hier im Plenum, genauso wie im Übrigen in den regionalen, kommunalen Parlamenten in der Region Trier, Trier-Saarburg, Bernkastel, Wittlich, Vulkaneifel, in dieser Frage immer eine große Einigkeit. Wir müssen das Thema heute noch mal aufgreifen, weil sich eben an der ständigen Bedrohung nichts geändert hat. Und wir haben auch hier in dem rheinland-pfälzischen Parlament die Verantwortung, das Thema, was unsere Menschen, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort umtreibt, auch auf dieser Ebene zu diskutieren. Atomkraft ist keine sichere Methode der Energiegewinnung. Und wenn die Technik 100- und 1000-mal als sicher beschworen wird, wenn es kein technisches Versagen ist, was zu den bisherigen GAUs geführt hat, dann war es menschliches. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Nun gehört sicher der Kampf gegen die Atomkraft zur DNA einer Grünen, die 1983 in die Partei eingetreten ist. Aber ich glaube, es sind noch einige andere Mitglieder hier im Parlament, die sich an den GAU, an die Katastrophe in Tschernobyl 1986 erinnern können. Auch die hilflose Reaktion der Bundesregierung oder des damaligen Innenministers Friedrich Zimmermann angesichts der Katastrophe, der lange zu beschwichtigen versucht hat und auch im Fernsehen öffentlich gesagt hat, eine Gefährdung Deutschlands sei absolut auszuschließen. Wir wurden etwas anderes belehrt. Und bis heute
haben wir in einigen Teilen des Landes immer noch mit den nuklearen Abfällen, mit den nuklearen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Eine Technik, die im Schadensfall bei einem Versagen Menschenleben kostet, die weite Teile der Region rund um die havarierten Meiler für lange Zeit, vielleicht für hunderte von Jahren, unbewohnbar macht, das ist keine Technik mit Zukunft. Und es ist im Übrigen auch keine günstige Art der Energiegewinnung. Sieht man sich mal an, mit wie vielen Milliarden Euro die Atomindustrie subventioniert worden ist und weiter subventioniert wird. Und eine sichere Endlagerung haben wir nach wie vor auch nicht. Also gute Gründe, dieser Technologie den Rücken zu kehren, was Deutschland 2011 dann auch gemacht hat. Und auch das in einer großen Einigkeit. Das hat mir persönlich, die so lange auch nicht in einer, also auch, sagen wir mal, als Minderheit erstmal gekämpft habe, das ist genau das, weshalb ich auch gerne Politik mache. Nämlich irgendwann auch zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen, für die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal alleine gekämpft hat. Ich kann hartnäckig sein. Die Gefahr lauert aber hinter der Grenze jetzt für uns. Beispiel Cattenom. Der Block 1 des AKW Cattenom ist im letzten Jahr 2016 30 Jahre alt geworden. Und es hat auch nichts genutzt, dass ich gegen den Bau schon damals demonstriert habe auf der Wiese davor. Der Betreiber EDF strebt eine weitere Verlängerung an auf insgesamt 60 Jahre. Das hieße bis zum Jahr 2046. Wir haben jetzt das Jahr 2017. Und es ist technisch nicht möglich, das veraltete Design dieser Anlage auf den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik zu bringen. Und wer wie ich schon mal öfter in dem, Alexander, du warst, ja, wir waren ja auch schon gemeinsam in dem Atomkraftwerk, wer das gesehen hat in den letzten 30 Jahren, da hat sich nichts verändert. Mehr in der zweiten Runde. Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Rahm das Wort. Herr Billen, Sie heißen nicht Rahm. Ich habe den Herrn Rahm aufgerufen. Sie kommen anschließend, ja? Sehr geehrter Landtagspräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Explosion im nordfranzösischen AKW, das ist die Überschrift eines Presseartikels von vor 10 Tagen. Im Kraftwerk von Flamanville ist ein Brand ausgebrochen, der rasch nach einer Detonation gelöscht worden sein soll. Ein Strahlenrisiko habe nicht bestanden oder, wie es ein Verantwortlicher ausdrückt, es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall. Nun mögen Sie sagen, Flamanville ist weit weg von Rheinland-Pfalz, aber ganz nah an unserer Landesgrenze stehen zum Beispiel die Atomkraftwerke Cattenom und Fessenheim. Im französischen Atomkraftwerk Cattenom hat es vorletzte Woche 2-mal gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Eine Gefahr habe nicht bestanden, so der Betreiber. In der Vergangenheit kam es aber immer wieder zu Störfällen in diesem AKW. Zuletzt wurde im Dezember 2016 Block 4 abgeschaltet, weil der Luftdruck im Maschinenhaus im nicht-nuklearen Teil der Anlage abgefallen sei. Im 30 Jahre alten Reaktor von Cattenom wurde im Dezember 2016 die 10-Jahres-Inspektion durchgeführt und die französische Atomaufsichtsbehörde hat die Genehmigung erteilt. Ihn weiterhin zu betreiben, die Zahl der Pannen im Atomkraftwerk, so lapidar, sei zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber die Behörde schätzt den Zustand des Kraftwerks nach wie vor als zufriedenstellend ein, was auch immer dies heißen mag. Nicht viel anders ist das Bild in Fessenheim. Der französische Atomminer Fessenheim gilt unter Kritiker als schrottreif und soll abgeschaltet werden. Ein schwerer Störfall im April 2014 soll heruntergespielt worden sein. Ein Störfall von vielen in diesem AKW. Aber sein Ende scheint nun wohl endlich eingeläutet. Der Verwaltungsrat des französischen Energiekonzerns EDF hat eine Vereinbarung mit dem französischen Staat getroffen,
EDF wird für die Abschaltung des AKW Fessenheims entschädigt. Ob dies jetzt ein Wahlkampfversprechen von Hollande ist, wird sich zeigen. 2018 werden wir dann mehr wissen. Machen wir uns nichts vor, mag ein Abschalten von Fessenheim in Sicht sein, das Ende der Kernkraft in Frankreich ist dies nicht, immer noch nicht. Die Aussage eines Bürgers treibt mich hier um. Der hat zu mir gesagt, im Falle eines Störfalls hoffe ich für uns und Rheinland-Pfalz, dass der Wind richtig steht. Nein, meine Damen und Herren, natürlich können wir uns auf eine solche Hoffnung nicht verlassen. Wir haben doch, das hoffe ich zumindest, aus den beiden großen Nuklearkatastrophen Fukushima und Tschernobyl gelernt. Fukushima und Tschernobyl sind räumlich und zeitlich voneinander getrennt zu sehen, aber auf den ersten Blick sind die Ursachen für die beiden größten Unfälle in der Geschichte der zivilen Nutzung auch unterschiedlich. Fakt ist, dass Konstruktionsfehler und Baumängel eine wesentliche Rolle gespielt und einen Super-GAU hervorgerufen haben. Und mit dem französischen Atomkraftwerk Cattenom und Fessenheim haben die beiden auch etwas gemeinsam. Beide gingen in den 70er Jahren in Betrieb. Auf der internationalen Skala der Atomenergieorganisation sind die Unfälle Niveau 7 der INES-Bewertungsskala. Es ist nicht auszudenken, was mit unserer dicht besiedelten Region passieren würde bei einem Unfall. Welche Folgen ein Unfall für unsere Region hätte. Cattenom liegt rund 50 Kilometer entfernt von Trier und 60 Kilometer entfernt von Saarbrücken. In der Hauptwindrichtung aus Westen, das ist nun mal die Hauptwindrichtung, liegen auch deutsche Großstädte wie Kaiserslautern, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich seit langem gegen die Nutzung der Atomenergie ausgesprochen. Gründe hierfür sind die unkalkulierbaren Risiken beim Betrieb der Atomkraftwerke sowie die ungelösten Fragen der Endlagerung der dabei entstehenden radioaktiven Abfälle. Daher hat sich die Landesregierung konstruktiv in die Gesetzgebungsverfahren zum Atomausstieg und Entlagerungssuche in Deutschland sowie beim Stresstest für das französische AKW Cattenom eingebracht. Dies bezieht sich auch auf die belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel. Auch hier, Tihange liegt gerade einmal 80 Kilometer von unserer Landesgrenze entfernt. Auch hier gab es schon viele, viele Störfälle in den vergangenen Jahren. Deshalb ist das Land Rheinland-Pfalz auch der Klage der Städteregion Aachen gegen die Wiederinbetriebnahme des belgischen Atomkraftwerks Tihange 2 beigetreten. Und, meine Damen und Herren, das ist gut so. Die SPD-Fraktion ist klar und entschieden gegen die Nutzung der Kernspaltung zur Energiegewinnung. Die Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Dezember 2016 den Bestand des Atomausstiegs bestätigt, zum Glück, damit wir die bedrohende und nahe Gefahr in Rheinland-Pfalz durch den Betrieb von Atomkraftwerken, aber auch die Menge der dadurch in Zukunft noch anfallenden radioaktiven Abfälle beschränkt. Ein Anfang. Aber der europäische Atomausstieg, meine Damen und Herren, muss jetzt kommen. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat der Abgeordnete Billen das Wort. Sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, Frau Platzheim-Rögler, die Grünen, ihr müsst mir mal erklären, was an dieser aktuellen Stunde jetzt aktuell ist. Das wär schon mal ein Fortschritt. Also ich kann jetzt auch anfangen und sagen, die Frau Merkel hat den Atomausstieg beschlossen und ihr häschelt jetzt hinterher, aber das ist dann auch nicht aktuell, sondern ist bekannt, sondern die entscheidende Frage, ich dachte, Grünen beantragen eine Aktuelle Stunde Atom. Schrottmeiler, die Landesregierung verkündet, Frau Höfgen dachte ich, kommt jetzt raus, wir klagen gegen Cattenom. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir Cattenom beklagen können, weil alles andere wird nichts helfen. Hier die Diskussion zum 750.000. Mal über die Frage, wo hat es gebrannt, was ist sicher oder was ist unsicher, wird uns nicht helfen. Sondern ich
bin also immer noch in der Erwartung, dass die Landesregierung kommt und sagt, wir klagen. Bei Tionk war das aktuell, dass die zuerst mal die Regionen, Region Aachen, die Kreise, auch die Kreise von Rheinland-Pfalz, sich an einer Klage beteiligt haben, weil man einen Weg gesucht hat zu klagen. Weil man sehr wohl weiß, was passieren kann, wenn in Tionk was passiert oder wenn in Cattenom was passiert. Das wissen wir. Das ist nicht aktuell. Der Zustand hat sich ja eher verschlechtert, nicht verbessert, aber aktuell ist das nicht. Also die entscheidende Frage ist, finden wir einen Weg, bei Cattenom zu klagen? Alles andere wird, Entschuldigung, unsere europäischen Kollegen in Frankreich und Kolleginnen null beeindrucken. Wir sitzen doch in der IPA, Interparlamentarischer Rat. Dort haben wir lange über Cattenom diskutiert. Wir hatten den Sicherheitsbeauftragten der deutschen Bundesregierung, der auch sich Cattenom betrachtet hat, der auch keinen Klagegrund gefunden hat. Mal lange diskutiert und wir haben die Reaktion der französischen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Ohr auf, wir hören nichts, wir sind dafür, wir sind davon abhängig, wir machen nichts dagegen. Und im Moment ist in Frankreich die Stimmung noch so. Also wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir einen Weg finden zu klagen. Ich hoffe, dass wir in Belgien den Weg klagemäßig erfolgreich beenden können. Weil da werden die Risse auch nicht weniger, auch wenn es Haarrisse sind. Macht einem schon ein bisschen Gedanken. Und glauben Sie mir, in der ganzen Region macht man sich da auch Gedanken. Aber auch da gilt nach dem Motto, je näher man dran ist, umso höher die Betroffenheit. Ja? Umso höher auch, ja, dass man sagt, warum machen die das? Aber ich sage einen zweiten Weg, wenn wir Cattenom ein bisschen schwächen wollen, wenn wir den französischen Kolleginnen und Kollegen den Anreiz wegholen wollen, dass sie da weiter produzieren, dann dürfen wir nicht so viel Strom da abnehmen. Das sagen wir dann auch mal ganz klar. Aber wenn wir den Strom da nicht abnehmen, das gilt auch für Luxemburg, wenn wir den da nicht abnehmen, dann geht bei uns Licht aus. Das muss man dann auch sagen. Ja, Herr Braun. In dem entscheidenden Moment, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst, kriegen wir Strom von Cattenom und zwar in nicht geringen Mengen. Das ist halt so. Und wir können das ja klären lassen. Ich wäre dankbar, wenn die Landesregierung mal sagt, wie viel Strom wir, Atomstrom, meine Damen und Herren, wir von Cattenom und Tihange in Deutschland verbrauchen. Weil wenn es eng wird, Herr Braun, regen Sie sich nicht auf, wenn es eng wird, holen wir Atomstrom. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Grundlastfähigkeit gesichert haben, die wir nicht... Herr Braun, Strom hört nicht an der Grenze auf, das wissen Sie. Wir haben internationale Verbindungen, das wissen Sie. Ich weiß, warum Sie sich aufregen, weil Sie unter Umständen Atomstrom verbrauchen, obwohl Sie sich schon immer dagegen waren. Aber... Nochmal, wir sind gerne bei Ihnen, wir klagen, wir wollen ja auch die Atommeiler europaweit wegkriegen, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Aber dann bitte mit Handeln. Ich bin gespannt, ob die Umweltministerin jetzt gleich sagen kann, wir haben einen Weg gefunden, eine Klage einzureichen, wir reichen sie ein. Weiteres in der zweiten Runde. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Juha das Wort. Ja, geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, und täglich grüßt das Murmeltier. Es könnte das Motto der heutigen Debatte sein. In der vergangenen Legislaturperiode gab es 24 Anträge von den Grünen oder mit Beteiligung der Grünen zum Kernkraftwerk Cattenom. Das Ergebnis, das Kraftwerk wird nicht abgeschaltet, stattdessen hat Frankreich beschlossen, in das Kernkraftwerk zu investieren, damit es möglichst bis 2045 am Netz bleiben kann. Offensichtlich möchten die Grünen aber nicht von dem ergebnislosen Aktivismus ablassen und auch die neue Landesregierung ist bekanntlich mit von der Partie. Meine Damen und Herren, die Entscheidung
in Frankreich über Cardenom ist gefallen und unsere Fraktion ist äußerst skeptisch, ob diese Entscheidung nochmals revidiert werden wird. In Fessenheim ist die Lage etwas anders. Als nicht erdbebensicheres Kernkraftwerk in einem potenziellen Erdbebengebiet mit dem Oberrheingraben ist die Lage dringlicher. Wir sind uns sicher, auch die heutige Landtagsdebatte wird weder den französischen Staat noch den von ihm kontrollierten Kraftwerksbetreiber EDF beeindrucken, auch wenn wir uns dies anders wünschen würden. Sowohl Cardenom als auch Fessenheim haben, ganz im Gegensatz zu den deutschen Kernkraftwerken, auch in der Energiebranche einen schlechten Ruf. Die Sicherheitskultur in Frankreich ist im atomaren Bereich auch nicht mit dieser Lage in Deutschland vergleichbar. Gerade bei der Kernkraft muss jedoch gelten, Sicherheit hat absolute Priorität. Wir haben in Rheinland-Pfalz keine Kernkraftwerke und wir von der RFAD fordern, im Gegensatz zu dem, was man uns oft unterstellt, auch keine Kernkraftwerke. Uns reichen die Probleme mit der Energiewende, insbesondere die Windkraft, durchaus. Die Landschaftszerstörung durch Windkraftwerke ist überall sichtbar. Die hohen Stromkosten durch Windkraft belasten vor allem die Familien. Ist dies die soziale Gerechtigkeit? Die Stabilität unseres Stromnetzes ist wegen der Unzuverlässigkeit der Windkraft erheblich gefährdet. Entsprechende nachhaltige Speichermöglichkeiten in entsprechender Größenordnung sind nicht absehbar und belasten die Bürger, insbesondere die Bürger, die wenig Geld haben und diese Abgaben ungeachtet des Einkommens trotzdem leisten müssen. Meine Damen und Herren, kümmern wir uns also erst einmal um die Probleme, die wir im Land haben, bevor wir Resolutionen und Debatten über die Probleme unserer Nachbarn beginnen. Im Grundsatz ist die Fragestellung, und das muss ich Ihnen zugestehen, zwar relevant und sie muss auch thematisiert werden, doch die Einwirkungsmöglichkeiten auf EDF und Frankreich sind gering. Unfreiwillig zeigt die Debatte auch die Hybris in der deutschen Energiepolitik. Sichere Kraftwerke in Deutschland werden frühzeitig abgeschaltet, Know-how und Arbeitsplätze im Nuklearbereich, auch hinsichtlich der Nuklearforschung, gehen verloren, währenddessen Pannenreaktoren in Grenznähe weiterlaufen. Die Energiepolitik wird gerade von den Grünen absolut verbohrt, oftmals ungeachtet der technisch-physikalischen Möglichkeiten geführt. Die Grünen sind in der Energiepolitik leider weit davon entfernt, satisfaktionsfähig zu sein. Und Herr Billen hat recht, was er sagt. Denn wir nehmen den Strom aus Frankreich ab. Das ist eine Unlogik. Dank der Politik der Grünen, aber auch aufgrund des Populismus der CDU in der Energiepolitik. Die CDU leistet sich oder hat sich geleistet einen Energiepopulismus, der rein auf Wahlen ausgerichtet war, und die Konsequenzen tragen wir jetzt und in Zukunft, nämlich mit einer überhasteten Energiewende, die nicht die Anforderungen erfüllt, die wir als modernes Industrieland haben und die wir auch anstellen müssen. Vielen Dank. Für die FDP spricht der Abgeordnete Weber. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, egal ob Doel, Tihange, Fessenheim oder Cattenom, die grenznahen Atommeiler in Frankreich und Belgien sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Egal ob Risse in den Druckbehältern, Explosionen oder verdächtige Pfützen, die veralteten Anlagen erwecken alles andere als den Eindruck, auf einem zuverlässigen Technologiestandard zu sein. Neben den zahlreichen Störfällen und Pannenmeldungen stehen darüber hinaus auch immer wieder die Behörden und deren Informationspolitik in der öffentlichen Kritik. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen, und bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte die Vorfälle weder verharmlosen noch kleinreden. Aber Störfall ist nicht gleich Störfall. Es kann nicht das Ziel sein, bei einem solchen aufgeladenen Thema bei der Bevölkerung Ängste zu schüren und sie dauerhaft zu verunsichern.
Vielmehr müssen die Kommunikation und das Krisenmanagement der Betreiber und der Behörden darauf ausgerichtet sein, die Bürgerinnen und Bürger bei einem ernstzunehmenden Störfall umfassend und unmittelbar zu informieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unabhängig von diesem Aspekt möchte ich dennoch ganz klarstellen: Es kann nicht sein, dass wir uns für viel Geld eine teure Energiewende leisten, während unsere europäischen Nachbarländer Frankreich und Belgien und gerade Frankreich 75% seines Stroms aus Atomkraft bezieht und mit seinen technisch veralteten Anlagen ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland darstellt. Dabei ist es übrigens unerheblich, ob ein Kernkraftwerk 12 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt steht oder 200 Kilometer. Auf die Windrichtung kommt es an und die ist im Zweifelfall gegen uns. Wir sind uns daher in der Koalition einig, die alten Atomkraftwerke unserer europäischen Nachbarländer müssen stillgelegt werden. Was man aber an dieser Stelle nicht verschweigen darf, die Abschaltung von Cattenom, Fessenheim und Duell, liegt nicht im Kompetenzbereich des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Wir verfügen über kein rechtlich bindendes Instrument, bei unseren Nachbarländern eine Abschaltung zu erwirken. Was wir aber tun können, ist das Sicherheitsbedürfnis und die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in den grenznahen Regionen ernst nehmen und versuchen, unseren Einfluss auf allen Ebenen geltend zu machen. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Landesregierung bedanken und ihren stetigen Einsatz auf diesem Gebiet. Ja, es liegt zwar an unseren Nachbarländern, die veralteten und störanfälligen Atommeiler abzuschalten, aber wir können unser Anliegen deutlich gegenüber unseren Nachbarländern kommunizieren. Wir werden die Landesregierung daher weiter dabei unterstützen, sich für die Abschaltung der grenznahen Atomkraftwerke einzusetzen. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis: 2015 wurde in Frankreich ein Energiewendegesetz verabschiedet, nachdem der Anteil des Atomstroms am gesamten Stromaufkommen bis 2050 auf 50% gesenkt werden soll. Frankreich täte gut daran, zur Erfüllung dieser Zielmarke zeitnah die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, die zum einen veraltet und zum anderen in den letzten Jahren durch zahlreiche Sicherheitsmängel immer wieder in die Schlagzeilen geraten sind. Womit ich wieder am Anfang meiner Rede wäre, bei Cattenom und Fessenheim, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldigen Sie meine raue Stimme. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Höfgen. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, durchaus ist Aktualität geboten oder wenn man mal auf die Liste der Vorfälle allein im Jahr 2017 guckt, was Cattenom angeht oder andere französische Atomkraftwerke, dann muss hier erhöhter Handlungsbedarf bestehen. Und Herr Billen, da wundere ich mich doch ein bisschen, denn aus unserer Region kam ja die Open Petition. Zehntausende von Menschen unseres Kreises haben diese unterstützt und den Landtag gebeten und aufgefordert, über dieses Thema zu diskutieren. Und ich finde das ganz interessant, wenn Sie sagen, das als überflüssig. Das können Sie denen mal selber sagen. Wir haben, und das, ich will jetzt die ganze Liste. Herr Billen hat das Wort, Sie können schon mal melden, Herr Billen. Ja, ja, jetzt ist er ein bisschen getroffen. Ich will jetzt auch nicht die lange Liste der Vorfälle wiederholen. Sie haben das alles schon erwähnt. Aber ich will hinweisen auf die aktuelle Situation. Und ich glaube, Sie sind nicht ganz auf dem Stand der Entwicklungen. Wir haben aktuell 18 französische AKWs, die eben nicht am Netz sind, darunter die beiden Blöcke des AKW Fessenheim, immer wo die Materialmängel festgestellt worden sind an den Dampferzeugern. Insgesamt waren im Oktober 21 der 58 Atomkraftwerke nicht am Netz. Und das ist gerade umgekehrt der Fall. Wir versorgen die französischen Nachfrager mit deutschem Strom aus erneuerbaren Energien. Und Sie wissen auch, dass Frankreich sich sehr gefürchtet hat, gerade aktuell vor einem Blackout. Ja? Und da haben wir unsere Angebote für die Franzosen, weil wir einen Stromüberschuss erzeugen. Also,
Und wir werden dieses Thema weiter aufgreifen. Und wenn es sein muss, auch das 100. Mal, denn steter Tropfen hüllt den Stein. Und wir werden auch am 11. März, das ist der 6. Jahrestag des Unfalls von Fukushima, eine Informationsveranstaltung in der Grenzregion Prüm veranstalten, knapp 90 Kilometer vom AKW Tihange entfernt. Es geht darum, die möglichen Auswirkungen darzustellen. Es liegt eine Untersuchung vor, im Auftrag der Städteregion eines renommierten Wiener Instituts. Und es gilt einfach hier, mögliche Konsequenzen darzustellen, auf der einen Seite für die deutsche Bevölkerung, aber letztendlich natürlich genau den Dialog mit den belgischen, französischen und luxemburgischen Nachbarn aufzunehmen, um einfach das Thema präsent zu machen in unserer Gesamtregion. Und wir wissen auch, und dass die Landwirte unter Ihnen interessiert das natürlich auch, dass es durchaus realistische Wahrscheinlichkeiten gibt, dass landwirtschaftliche Produkte aus unserer Region in einem solchen Fall nicht mehr vermarktungsfähig sein werden. Und leider liegt die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, als im Lotto zu gewinnen. So, wir haben natürlich auch vor Erscheinen dieser Studie schon sehr viel gemacht, die Ministerpräsidentin, ich, aber auch Eveline Lemke als Wirtschafts- und Energieministerin hat, ich sag mal, das ganze Tableau der Möglichkeiten auf diplomatischen und auch rechtlichem Ebene ausgeschöpft. Und Herr Billen, die Studie oder die Klagebeurteilung wird im Frühjahr vorliegen. Und wir werden noch weitermachen. Wir werden auch die Klage gegen Tihange erweitern. Aber natürlich brauchen wir, um unsere französischen, belgischen Nachbarn zu überzeugen, brauchen wir eine wirkliche Antwort. Und die Antwort heißt Energiewende. Denn die suchen ja natürlich nach den Alternativen und selbstverständlich haben wir hier in Deutschland übrigens in einem großen Konsens die Haltung der AfD, war natürlich sehr interessant hier nochmal dargestellt zu bekommen, ist da eine Ausnahme, wir haben den Konsens der Energiewende. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, innerhalb dieser Legislaturperiode gehen ja fast alle deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Und wenn ich dann hier so die Zwischenrufe höre, ja, man sollte wieder auf die Kohle setzen, und Atomkraft wäre billig. Nein, wir haben allein mit Mülheim-Kärlich, wo wir gerade den Abbau betreiben, mindestens 4,5 Milliarden Euro in den Sand gesetzt, gebaut auf einer Erdbebenspalte. Die Verantwortung liegt mir hier gegenüber. Und allein das ist ja nur ein Aspekt, von wegen billig. Und die Kohle, besuchen Sie doch mal unseren saarländischen Nachbarn. Ja, da werden Sie sehen, die Bergbauschäden machen dort ganze Regionen unbewohnbar. Und ich, die ja aus dem nordrhein-westfälischen Teil der Eifel kommen, gehen Sie mal Richtung Garzweiler oder auch in die anderen Braunkohleabbaugebiete, Milliarden an Folgeschäden durch Bergbauschäden, die jeden, und zwar jeden Bürger treffen, ob Sie jetzt Eigenheimbesitzer sind oder Mieter und Mieterin. So, dazu ließe sich noch vieles sagen. Aber in Rheinland-Pfalz sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und ich darf auch sagen, es ist natürlich immer auch eine große Verführung, sich den Bürgerinitiativen anzuschließen, wenn sie auch sich auseinandersetzen mit Entwicklungen, mit neuen Entwicklungen technischer Art, wie es Windanlagen nun mal sind. Ich darf das als Grüne auch wirklich sagen, denn auch wir sind da sehr unter Druck und in die Pflicht genommen, denn es geht natürlich auch um die Menschen, unsere Bürger. Aber man muss auch sagen, wir haben diesen Atomausstieg beschlossen. Wir tragen die Verantwortung für eine gute Umsetzung. Und darauf ist unsere Wirtschaft angewiesen, die übrigens von den von sehr guten Energiepreisen durchaus profitiert. Und das Teure sind im Moment übrigens auch die Netzgebühren. Aber was wichtig ist, dass wir alle Steuerungsmöglichkeiten wahrnehmen. Und da gibt es durchaus noch Handlungsbedarf, das stimmt. Wir sehen, in Rheinland-Pfalz sind wir beim Ausbau auf einem guten Weg. Bei der Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren liegen wir mittlerweile bei 45%. Und auch das Thema E-Mobilität hat übrigens einen engen Zusammenhang damit, denn irgendwo muss dieser Strom ja herkommen. Und wenn er nicht aus Kohle und Atom kommen soll, dann sind es eben die Erneuerbaren. Wir haben mittlerweile bei den dezentralen Speichersystemen erhebliche Fortschritte. Die erste Power-to-Gas-Anlagen sind am Netz. Privathaushalte, mittelständische Unternehmen können auf dezentrale Batteriespeichermodule zurückgreifen, die am Markt erhältlich und vielerorts im Einsatz sind. Wir haben ein sehr intelligentes Projekt, das heißt Design-Netz. Und dieses ist
setzt auf den Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch. Unter der Führung von RWE, von Innogy, beteiligt sind 46 Partner aus Rheinland-Pfalz, vom Rhein-Hunsrück-Kreis bis zu den Stadtwerken Trier, bis zu den kommunalen Netzen Eifel. Und hier geht es darum, genau die Möglichkeiten und Potenziale von drei Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz, im Ausgleich auch wirklich auszuschöpfen. Das wird sehr nach vorne weisen. Wir haben in Pirmasens innovative Anlagensysteme mit erneuerbaren Regelenergie und Speichern in Trier, in der Eifel, wo es um die Umsetzung von Wärmekonzepten geht, aber auch in der Großregion mit einem neuen großen Interreg-Projekt, wo wir hoffen, dass wir unsere europäischen Nachbarn auch von den Alternativen von Atom überzeugen können. Die Liste ließe sich noch fortführen. Es gibt den Handlungsbedarf, ich habe das gesagt. Wir brauchen Planungssicherheit für die Wirtschaft. Das ist ein wichtiger Aspekt, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Es geht darum, das Thema Eigenstromerzeugung noch einmal aufzugreifen. Es kann nicht sein, dass Netzentgelte für jede Kilowattstunde Strom erhoben werden, die nicht weiter vom Dach als bis zum Herd geflossen ist. Oder solche Diskussionen wie von Herrn Schäuble, jetzt plötzlich Stromsteuer zu erheben auf den Eigenstrom. Das toppt das Ganze noch. Eine Mehrwertsteuer auf die Gurke bei einem eigenen Garten wäre damit vergleichbar. Aber wir müssen natürlich auch die Kohlekraftwerke verstärkt abschalten, die Netze verstopfen. Und auch das Thema Dunkelflauten, was ja regelmäßig im Januar wiederkommt, ist natürlich eines, wo wir sagen können, da sind die Lösungen alle da. Wir müssen sie umsetzen und wir müssen sie steuerpolitisch handhaben. Also wir sind hier alle in einem Boot, von der EU über den Bund, über das Land und die Kommunen. Und wenn wir daran arbeiten, die Energiewende zu einem Erfolg zu machen, zu einem wirtschaftlichen Erfolg auch, und das ist auch angesichts unserer Unsicherheiten im Exportbereich durchaus eine realistische Möglichkeit, dann werden wir auch unsere Nachbarn überzeugen. Vielen Dank. Wir dürfen zunächst Gäste im Rheinland-Pfälzischen Landtag begrüßen, Mitglieder des Kreisverbandes der Grünen aus Main-Koblenz. Herzlich willkommen bei uns. Und Schülerinnen und Schüler, Entschuldigung, Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe der Realschule Plus Altenklan. Herzlich willkommen bei uns. Aufgrund der Redezeit, die die Landesregierung in Anspruch genommen hat, verlängert sich die Redezeit der Fraktionen jeweils auf 4 Minuten insgesamt mit den 2 Minuten. Mordmeldungen liegen vor. Frau Platz am Rögler, bitte. Wir machen das nach einer wohlerwogenen Reihenfolge. Ja, das hat noch nichts mal was mit Ladies First zu tun, Herr Billen. Sehr geehrter Herr Billen und auch sehr geehrter Herr Kollege von der AfD, Sie haben beide versucht, unterschiedlicher Art und Weise, ich will Sie da keinesfalls in einen Topf schmeißen, aber so ein bisschen sowohl die Aktualität dieser aktuellen Stunde ins Lächerliche zu ziehen, wie auch das Thema an sich. Und Sie konnten sich das natürlich nicht verkneifen, wieder mit uralt und falschen Zahlen und Argumenten hier anzutreten, was die Energiewende betrifft. Wissen Sie, ich musste mir früher Sprüche anhören wie Atomkraftgegner überwintern ohne Strom mit kaltem Hintern. Da kann mich das jetzt wirklich nicht aus der Fassung bringen, wenn Sie die gute Politik dieser Landesregierung, auch gerade was die erneuerbaren Energien angeht, in Zweifel ziehen. Und nochmal zur Aktualität. Was ist denn die Aufgabe auch von uns als Parlament in diesem Land? Natürlich die Sorgen, die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Und ich verweise da auf diese Open Petition, die der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit, initiiert hat und die sehr schnell sehr viele Unterstützer gefunden hat. Und er klagt an, dass eben Cattenon-Tianche, und ich will auch nochmal duell dazu nehmen, denn das ist bei Antwerpen und es ist wirklich nicht weit von uns, dass diese
grenznahen Atomkraftwerke uns bedrohen. Und er fragt sehr konkret, was passiert mit meinen Kindern, wenn wir ihnen so etwas hinterlassen? Wenn wir es ihnen hinterlassen. Ich sage Ihnen auch, dass wir letztlich in Bernkastel wirklich den Inspekteur der Feuerwehr, der auch Katastropheneinsatzleiter ist, gefragt haben, wie sieht denn die Katastropheneinsatzplanung aus, falls in Cattenom oder auch in Thionge ein Unglück passiert. Und natürlich gibt es einen Katastropheneinsatzplan, in dem auch geregelt ist, was man innerhalb von 10 oder 15 oder 20 Kilometer dann an Vorsorgemaßnahmen machen sollte. Den gibt es von der ADD. Der Inspekteur der Feuerwehr sagte aber ganz klar, im Grunde genommen, wenn etwas in Cattenom passiert, etwas, was vergleichbar ist mit den Unfällen in Fukushima oder in Tschernobyl, die auch keiner für möglich gehalten hat vorher, dann kann man gar nichts mehr machen, dann sehen Sie am besten zu, dass Sie so schnell wie möglich hier wegkommen. Und insofern ist es aktuell. Es ist ein aktuelles Thema und glauben Sie mir, keiner mehr als ich bedauere, dass es nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Und es ist auch deshalb ein aktuelles Thema für uns hier in der Grenzregion, weil die Anrainerstaaten eben kein Mitspracherecht haben bei den grenznahen AKW und es auch keine einheitlichen EU-weit gültigen Sicherheitsstandards gibt und wir tatsächlich an der Stelle auch etwas ohnmächtig sind. Genau deswegen brauchen wir aber immer wieder das Engagement der Politik, so wie die Landesregierung es in den letzten Jahren gemacht hat. Und wir brauchen auch die Bundesebene. Wir brauchen beispielsweise Umweltministerin Hendricks, wir brauchen natürlich auch die Kanzlerin, damit sie auf den nationalen Ebenen auch mit den Partnern in Europa spricht und immer wieder darauf aufmerksam macht. Und solange es sich da noch nichts geändert hat und solange die grenznahen AKWs, die Schrottmeiler uns bedrohen, ist das Thema aktuell. Vielen Dank. Für die SPD hat der Abgeordnete Rahmen das Wort. Herr Billen, Sie haben nicht die Sitzungsleitung zu kommentieren. Das rüge ich hiermit. Wir haben eine geübte Praxis, dass wir nach Größe der Fraktionen bei Wortmeldung aller Fraktionen verfahren. Da hat die Wahl eine klare Wortwahl gesprochen. Ja. Und jetzt hat der Abgeordnete Rahm das Wort. Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Abgeordnete, ich bin ein bisschen klein gewachsen, okay, aber ich bin jetzt trotzdem dran. Herr Billen, kann denn eine aktuelle Debatte aktueller sein wie diese? Ich habe es erwähnt, vor 2 Wochen hat es gebrannt in Cattenom. Kann denn eine aktuelle Debatte aktueller sein? Ich sage nein. Herr Billen, wir müssen uns vielleicht auch noch mal unterhalten. Sie haben ja auch darum gebeten, weitere Informationen zu bekommen, was die Stromlieferung angeht. Ich denke, diese Informationen sind zwingend notwendig für Sie, für Ihre Arbeit. Denn nach meinen Informationen ist es genauso, wie es gesagt wurde von der Ministerin, wir liefern im Moment Strom nach Frankreich. Wir lassen das prüfen. Ich bin aber überzeugt, dass diese Aussage stimmt. Wir liefern, denn 18 Atomkraftwerke sind nicht am Netz in Frankreich. Die brauchen unseren Strom, damit sie keinen Blackout im Winter hatten. Die Franzosen heizen sehr viel mit Strom. Das ist eine Tatsache. Ich denke, man kann das schwarz auf weiß nachweisen. Frau Platzheim-Rügler hat ja schon ein bisschen angefangen zu reimen. Ich hoffe, dass wir bei so einem ernsten Thema jetzt nicht zum Atomkraftbashing kommen, wie wir es gestern ja schon mal in einem anderen Thema hatten. Genau, aber war schön, war auch sehr passend. Aber ich möchte einen ganz anderen Aspekt noch aufzeigen in diesem Bereich. Ich möchte noch einmal auf die EEG-Umlage zu sprechen kommen. Das Lieblingsthema der AfD, Herr Johr, Sie haben ja vorhin noch mal die Kosten angesprochen. Die EEG-Umlage, Herr Johr, kommt uns teuer zu stehen. Das ist immer wieder ein Vorwurf und darüber kann man sicherlich trefflich streiten. Aber schauen wir uns doch mal den Atomstrom an. Er ist günstig, das wollen uns zumindest manche weiß machen. In den abgeschriebenen Meilen könnte Strom konkurrenzlos billig produziert werden, so die Aussage. Würde Kernkraftwerke wegfallen, stiege der Strompreis in Deutschland
in Europa. Doch die Realität sieht anders aus. Meine Damen und Herren, in den vergangenen, Jahren ist der Strompreis 50% gestiegen, trotz laufender AKW. Befürworter der Atomkraft argumentieren wiederum, dass der Strompreis ohne AKW noch höher sei. Zum Vergleich, gibt man zu, Windstrom kostet fast das Dreifache, Solarstrom kostet bei älteren Anlagen sogar noch mehr wie das Dreifache. Und so zahlt der Kunde für seine Stromrechnung für die gleiche Menge mehr Geld. Tatsächlich scheint also die Atomkraft doch sehr günstig zu sein. Aber Strom, das wissen wir, wird an der Börse gehandelt. Den Preis bestimmen Angebot und Nachfrage. Und so siehe da, der Atomstrom ist nicht günstiger als alternativer Strom, denn er wird nicht nach Herkunft oder Produktionsart, sondern nach Kilowattstunde gehandelt. Atomstrom, richtig, rechnet sich für die Betreiber der Atomkraftwerke heute mit großem Gewinnspann dann nur noch, wenn er mit alten, abgeschriebenen Atomkraftwerken produziert wird. Können wir immer noch darüber diskutieren? Warten Sie, es kommt noch was. Kauft heute jemand ein Windrad, zahlt er nicht nur die Produktionskosten, sondern auch die Entwicklungskosten der Technik mit. Hat das Windrad nach 20 Jahren seinen Job getan, muss er auch die Verschrottung bezahlen. Das wissen wir. Das alles entfällt, wenn man kein Windrad, sondern ein Atomkraftwerk baut und betreibt. Wer da zahlt, wissen wir auch. Wenn man jetzt noch die enormen Kosten hinzurechnet, die die Endlagerung verursacht, kann man nur von Glück reden, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese Kosten, wie es beim EEG passiert, umzulegen auf den Strompreis. Dann würde ich gern mal die Entrüstung hier im Hause hören, dann würde ich gern die Entrüstung der AfD hören, wie sich dann der Strompreis entwickeln würde. Ein Endlager, meine Damen und Herren, müsste nach deutschem Recht 1 Million Jahre sicher sein. Ich komme zum Ende. Schon die heutige Zwischenlagerkosten zahlt der Deutsche über seine Steuerlast. Wer weiß, was Atommüll in 20 Jahren kostet? 50, 100, 10.000 in 1 Million Jahren. Die Kraftwerksbetreiber weisen auf ihre Verträge, nach denen der Steuerzahler hierfür aufkommen muss. Wir. Fakt ist, auch die Endlagerung muss der Bürger bezahlen. Und das war es dann mit der Mehr vom billigen Atomstrom. Vielen Dank. Jetzt hat der Abgeordnete Billen für die CDU-Fraktion das Wort. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, immer noch die Aktualität nicht erkannt, weil der Antrag der aktuellen Stunde ist, es geht um die Alten, Meiler, Kattenom und Tionge, wenn ich das richtig sehe, an der Grenze. Und da ändert sich nur was, Frau Ministerin, da können Sie hier, ich meine, aktuelle Stunde, dreiviertel Jahr nachdem die Online-Petition hier übergeben worden ist. Dreiviertel Jahr, ich habe damit unterschrieben, ist doch dreiviertel Jahr alt. Jetzt ist es aktuell für Sie. Lama geht's nicht. Also nochmal, in aller Ruhe. Sie prüfen seit dreiviertel Jahr, wenn ich das richtig weiß, ob es eine juristische Möglichkeit gibt, gegen Kattenom zu klagen. Die Anwaltskanzlei. Wie wir in Aachen entschieden haben, wo ich dabei war, Frau Ministerin, da ist das Land noch nicht beigetreten, gegen Tionge zu klagen. Das hat 3 Monate gedauert. Da hat die Anwaltskanzlei gesagt, da gibt es den Ansatz, jetzt machen wir das. Wenn eine Anwaltskanzlei 3/4 Jahr braucht oder ein Jahr braucht, für einen Ansatz zu finden, für zu klagen, müssen Sie wenigstens hier den Zwischenstand sagen können und sagen, es gibt eine Chance oder die sehen keine rechtliche Chance. Kann ja sein, das wäre sehr bedauerlich. Aber das wäre aktuell, wenn man dann feststellen würde, man hat keine rechtliche Chance. Und insofern, darüber reden wir. Weil eine andere Chance, außer dass wir immer wieder in Gesprächen, das hat außerdem die Frau Hendricks auch getan, die Bundesumweltministerin, und das hat auch die Frau Merkel getan in Gesprächen, hat gesagt, wir wollen das nicht, wir brauchen den Gesamtausstieg, die sind zu alt. Die Bundesregierung hat zwar nicht gegen Tionge geklagt, aber sie hat zumindest auch da
gesagt, die wollen wir nicht, ist zu gefährlich. Also eine andere Chance in Frankreich, beide Stützlinge werden wir nicht hinkriegen, werden wir nicht haben. Und da können wir hier 100-mal diskutieren, 100-mal. Und bitte prüfen Sie wirklich mal, wann wir Strom in Deutschland, können ja direkt die Luxemburger mitprüfen, das sieht man ja dann, wann Strom von diesen Kraftwerken nach Deutschland läuft, dass wir in der Gesamtbilanz mehr Strom nach Frankreich liefern. Ja, das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wird der Atommeiler Cattenom für die Grundlastfähigkeit, da muss man ein bisschen technisches Verständnis haben, für die Grundlastfähigkeit, für die Basis in Deutschland auch genutzt. Und das ist so. Und er wird auch in Luxemburg dafür genutzt. Und das ist so. Und insofern, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich war mal auf einer Versammlung, da hat oben ein Wissenschaftler gesagt, die Ohmschen Gesetze könne man nicht ändern. Dann hat unten, das war zufällig Grünen, aber das hätte auch können anders sein, gesagt, die Ohmschen Gesetze, da werde man die auch noch ändern. Ja, das geht aber nicht. Ja, also Physik werde man nicht ändern, physikalische Gesetze und bestimmte Grundsätze. Also darum nochmal, welche Gefahren davon ausgehen, das wissen wir seit Jahren. Das wissen wir spätestens nach Tschernobyl, aber das wissen wir auch nach Fukushima. Und er hat dann eben gesagt, Frau Platzheim-Rögner, der Mann hat doch recht, wenn ein Unfall wie in Fukushima in Cattenom passiert, dann bleibt nur noch Ausweis nicht vergessen, Ausweis einpacken, wenn man noch hat, ein bisschen Bargeld einpacken, in das Auto setzen, Familie einpacken und schnell fahren. Das ist doch so. Das wissen wir aber. Das wissen wir aber. Das wissen wir aber. Das ist nicht aktuell, das wissen wir. Aber mit der Angst werden wir hier nicht weiterkommen, sondern die entscheidende Frage, ich komme zum Ende des Präsidenten, ist, gelingt es uns, wenn es uns politisch nicht gelingt, gelingt es uns über den Klageweg, gegen diese Meiler vorzugehen. Und da sind wir uns einig, dass wir die weghaben wollen. Und insofern nichts Aktuelles. Für die AfD-Fraktion hat Dr. Böhme das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, ich nehme Bezug auf den Beitrag der SPD. Sie tun ja gerade so, als hätte die AfD die Kernkraftwerke errichtet hier in Deutschland. Ja, als diese errichtet wurden, gab es uns noch gar nicht. Und deswegen geht es hier auch nicht um die Grundfrage Atomenergie oder Nicht-Atomenergie, sondern es geht darum, was machen wir mit den vorhandenen Kernkraftwerken, wie lange sind sie noch sinnvoll nutzbar. Und natürlich muss man sich dann um die Entsorgung kümmern, aber das wird auch der Steuerzahler bezahlen müssen, wenn sie nämlich die ganzen großen Energiehersteller kaputt gemacht haben, die gar kein Geld mehr dafür haben, dort einzutreten. Was Frau Ministerin Höfgen anbetrifft, muss ich sagen, ich bin hier absolut frustriert, dass die Frau Höfgen sich hier dazu hinreißen lässt, ständig Falschaussagen zu machen. Das ist mir schon aufgefallen vor längerer Zeit, als wir mal über das Vorsorgeprinzip in den USA und Kanada gesprochen haben und Sie hier eine Behauptung aufgestellt haben, die jeder Grundlage entbehrt. Sie haben eben eine Behauptung aufgestellt, wir hätten einen Zwischenruf gemacht, dass wir Kohlekraftwerke haben wollen. Dieser Zwischenruf ist nicht erfolgt und das möchte ich ins Protokoll aufgenommen haben. Ja, und auch inhaltlich sind Ihre Aussagen völlig falsch. Das Saarland ist nicht mehr bewohnbar und verwüstet. Wissen Sie, ich komme aus dem Erzgebirge. Wir haben heute noch Bergschläge zurückgehend auf den Erzbergbau, auf den Silberbergbau im Erzgebirge. Das ist die Geschichte dieses Landes. Und ohne Kohle hätte die Geschichte dieses Landes ziemlich schwach ausgesehen, wirtschaftlich und sozial, Frau Ministerin. Ja. Und Frankreich wird seine Grundlast nicht mit deutschem Zappelstrom sichern. Auch das ist eine Fehlbehauptung, Frau Ministerin. Und Power to Gas, das sind Pilotanlagen ohne jegliche wirtschaftliche Relevanz. Auch das ist eine Fehlaussage. Elektromobilität, ja, wird mit viel Enthusiasmus und viel Steuergeld vorangetrieben, stößt aber kaum auf Interesse bei den Bürgern. Warum? Weil die Technologie noch nicht ausgereift ist, gerade im Hinblick auf Batterietechnologien. Auch eine Falschaussage, ist auch nicht die Lösung der Probleme. Ja? Und auch Opel, ja, die BASF
forscht daran, aber ich sage Ihnen, ich bin nicht überzeugt davon, ob das der große Bringer werden wird. So, und auch bei Opel hatten wir heute Morgen, ja, einseitig auf Elektrotechnologie zu setzen, Elektromobilität, sehr vorsichtig würde ich damit umgehen. Ja? Also, Wind, und wenn Sie ja sagen, Atomkraftwerke müssen entsorgt werden und da kommen Kosten, ist ja alles richtig, ja? Aber das ist eine Tatsache, an der wir ohnehin nicht dabei vorbeikommen, ganz klar. Und Windkraftanlagen werden auch irgendwann mal entsorgt werden müssen, Frau Ministerin. Und dann haben Sie dort Fundamente, die bis 5 Meter in den Boden reingehen. Dort wird Ackerbau nie wieder möglich sein. Dort wird auch kaum ein Baum wachsen auf diesen Flächen. Ja? Also führen wir doch hier endlich mal eine Diskussion mit Fakten und Realitäten, so wie wir das eigentlich diese Woche auch schon mal besprochen und diskutiert hatten. Und machen Sie nicht immer ständig Falschaussagen. Dankeschön. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann ist die zweite Teil der aktuellen Debatte auch beendet. Und wir kommen zum dritten Teil. Antrag der CDU-Fraktion. Verpasste Chancen, nicht abgerufene Bundesgelder durch die Landesregierung für den Straßenbau. Für die CDU spricht die Abgeordnete Wieland. Meine Damen und Herren, Land kann nicht alle Millionen vom Bund nutzen. So lautete zum Jahreswechsel nicht nur in der Rheinzeitung die Schlagzeile. Es geht um Bundesmittel für Autobahnen und Bundesstraßen, die vom Land nicht abgerufen wurden. Damals war die Rede von 31 Millionen Euro, die nicht verbaut wurden in Rheinland-Pfalz. Wir haben nachgefragt und als Antwort auf eine kleine Anfrage von Alex Licht, ganz aktuell, hat das Ministerium mitgeteilt, es sind 46,2 Millionen Euro. 46,2 Millionen Euro, die das Land nicht genutzt hat. Natürlich gibt es in der Antwort des Ministeriums eine Erklärung. Ich zitiere, im Ergebnis konnte erreicht werden, dass rund 19 Millionen Euro mehr Mittel als im Vorjahr verausgabt werden konnten. Anmerkung von mir, nicht eingefügt ist, dass im Vorjahr gegenüber den Vorvorjahren deutlich weniger verbaut wurde. Es geht weiter mit der Erklärung. Gleichwohl war es in 2016 aufgrund des kurzfristigen Anstiegs der zugewiesenen Bundesmittel nicht möglich, diese in vollem Umfang auszuschöpfen. Das kennen wir, natürlich ist der Bund schuld. Sie wollen uns eine Geschichte erzählen. Die Geschichte, dass der Bund so sprunghaft und unberechenbar viel zu kurzfristig Mittel bereitstellt. Aber die Voraussetzungen sind in allen Bundesländern gleich. Fragen Sie in anderen Bundesländern nach. Fragen Sie beispielsweise in Bayern nach, warum es dort klappt. Fakt ist, dass Rheinland-Pfalz geschlafen hat. Der Bund hat den Etat für Sanierung und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz aufgestellt, aber das Land hat die Planung verschlafen und konnte infolgedessen nicht bauen und muss Geld zurückgeben. Sie schreiben selbst, dass die Ingenieurskapazitäten beim LBM an den jährlich zur Verfügung stehenden Mitteln für den Straßenbau bemessen werden. Um die Kapazitäten zu bestimmen, bräuchten Sie gesicherte Erkenntnisse über das Volumen der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel. Das ist der falsche Ansatz. Andere Bundesländer setzen bewusst auf Vorratsplanungen und auf politische Zusagen und Entwicklungen und schaffen es damit, zusätzliche Mittel zu erhalten. Die Landesregierung dagegen tut so, als ob sie vom zusätzlichen Geld vom Bund überrascht wurde. Dabei kam die Investitionsoffensive für Bundesfernstraßen alles andere als überraschend. Bereits 2011 wurde das entsprechende Infrastrukturbeschleunigungsprogramm für Bundesfernstraßen erarbeitet und 2012 im Haushaltsausschuss des Bundestages verabschiedet. Man sollte meinen, dass 5 Jahre genug Vorlauf sind. Und auch hier im Landtag war der Personalbedarf beim LBM in den vergangenen Jahren regelmäßig Thema. Beispielsweise hat Kollege Licht 2015 eindringlich auf die Überlastung beim Personal und die Überstunden hingewiesen. Und auch der Rechnungshof schrieb, es sollte geprüft werden, wie das höhere Investitionsvolumen des Bundes abgewickelt werden könne. Kern des Problems ist bei der alten rot-grünen Landesregierung zu suchen. Im letzten Koalitionsvertrag war angekündigt, dass LBM und LBB
das Volumen ihrer Baumaßnahmen signifikant reduzieren müssen. Das hatte Personalreduzierungen zur Folge. Ich weiß, Sie werden jetzt gleich sagen, wir haben ja alle für die Schuldenbremse gestimmt. Ja, aber wir hätten andere Schwerpunkte gesetzt. Darauf haben wir immer hingewiesen. Wir haben betont, dass Investitionen in Infrastruktur Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sind. Wie nötig das ist, sehen Sie auch anhand der aktuellen Wirtschaftszahlen. Zugegebenermaßen gute Zahlen mit einer guten Entwicklung, aber die Steigerungsraten sind laufend hinter den Steigerungsraten des Bundes und der übrigen Länder. Das heißt, Rheinland-Pfalz fällt im Vergleich weiter zurück. Herr Minister Wissing, Sie haben reagiert. Sie haben uns erläutert, dass das LBM auf Personalsuche ist. Schön, aber reichlich spät. Andere Länder und Ingenieurbüros haben wesentlich früher reagiert, sodass der Markt abgegrast ist. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Jetzt sind Stellen ausgeschrieben, aber immer noch ist der Stellenabbau festgeschrieben. 180 Stellen sind nach wie vor zum Abbau im Programm festgeschrieben. Das sollte jetzt spätestens in Frage gestellt werden. Und ein weiterer Punkt: Andere Länder machen große Programme für die Vergabe an externe Ingenieurbüros. Auch hier gibt es in Rheinland-Pfalz dringenden Nachholbedarf. Und ein letzter Punkt: Genauso erneuerungsbedürftig ist das Personalmanagement und das Akquisemanagement. Während Sie besondere Maßnahmen wie zum Beispiel Stellenanzeigen und Postkarten an Unis nennen, akquirieren andere, auch moderne Betriebe mit ganz anderen Maßnahmen wie Inch-Tours, wie spezielle Praktikas, wie moderne Auftritte auf Messen. So viel dazu. Es gibt ein schönes Sprichwort dazu: Wenn es Brei regnet, muss man Löffel raushalten. Wir sollten Löffel raushalten. Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Oster das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich gestern bis kurz vor Abgabefrist der Aktuellen Stunde noch nichts von der CDU gehört habe, habe ich gedacht, heute muss eine brandaktuelle Debatte reinschneien ins Haus. Als dann Ihre Debatte reinkam und Bundesgelder zurückgegeben drauf stand, habe ich gedacht, da hast du doch was gelesen vor kurzem. Und da habe ich mal nachgeschaut, Drucksache 2178, genau dazu, und Frau Kollegin, Sie haben es gesagt, gibt es eine aktuelle Beantwortung einer Kleinen Anfrage, wo genau die Punkte alle beantwortet sind. Deshalb, tagesaktuell ist das, was Sie heute hier einbringen, bestimmt nicht. Dann ist das schon erstaunlich, wie einseitig Sie dieses Thema angehen. Sie erwähnen mit keinem Wort, dass der Landesbetrieb Mobilität in den letzten Jahren immer mehr Geld abgerufen hat, als ihm vom Grundbetrag zustand. Und ich habe das mal über die letzten 10 Jahre aufgerechnet, was das denn ist, addiert. Und da kommen wir auf sage und schreibe 239 Millionen Euro, die der LBM zusätzlich in den letzten 10 Jahren verbaut hat, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle, glaube ich, muss man ein Dankeschön an die Ingenieure, an die Techniker, an die Bauzeichner und an die Bauwarte verlieren, die in höchster Leistung dazu beigetragen haben, meine Damen und Herren. Dann stellen Sie das so dar, als wäre Rheinland-Pfalz hier das einzige Land, was jetzt 2016 hätte Gelder zurückgeben müssen, Frau Kollegin. Das ist falsch. 6 weitere Länder mussten dies auch tun. Und selbst die Länder, die Sie immer zitieren, Bayern, die großen Länder, selbst die haben gesagt, diesen Anstieg, den wir vom Bund bekommen haben, können wir im nächsten Jahr in dieser Form nicht mehr bewältigen. Denn man muss es einfach mal plausibel sagen, man kann doch nicht von heute auf morgen die Gelder drastisch anheben und dann verlangen, dass man diese verbaut und verplant. Man braucht Vorlaufzeit und das geht nicht so einfach, wie Sie das heute hier geschildert haben. Wir in Rheinland-Pfalz haben gezielt und nach Bedarf eingestellt und wir planen gezielt nach Bedarf. Das muss man noch mal deutlich sagen. Dann kommen wir zu den Aussagen von Ihnen im Bereich Planung. Dann kommen wir zu dem Bereich Planung und Vorratsplanung. Da frage ich mich, wie stellen Sie sich das denn vor? Zum Bereich Planung muss man sagen, dass wir vom Bund nur 3% der Planungskosten bekommen.
Uns als Land kostet es jedoch 15%. Auch davon reden Sie gar nichts. Das ist alles selbstverständlich, dass wir als Land das on top tragen, bei Baumaßnahme für Baumaßnahme. Da verlieren Sie kein Wort drüber. Und das nächste ist Vorratsplanung. Also da verstehe ich wirklich nicht, wie Sie es vorstellen. Sollen wir Leute nach Beliebigkeit einstellen? Heute brauchen wir dich mal, mach mal ein paar Vorratsplanungen. Morgen brauchen wir dich nicht mehr, geh wieder nach Hause. Wie stellen Sie sich das vor? Wir stellen gezielt nach dem Bedarf Leute an. Und wenn der Bund uns von heute auf morgen Millionen zuschmeißt, dann können wir so schnell darauf nicht reagieren. Und dann sagen Sie, der Ingenieurmarkt ist leergefegt und andere Länder wären schneller gewesen wie wir. Reden Sie doch mal mit Ihren Kollegen in anderen Bundesländern. Das ist ein Problem, das haben alle Bundesländer und nicht nur Rheinland-Pfalz. Und wenn Sie sagen ja immer, Sie sind nah dran an der Wirtschaft, dann reden Sie mal mit den Ingenieurbüros. Auch da ist ein Bedarf da und auch die können keine Aufträge mehr annehmen. Sie reden einem Problem uns als Rheinland-Pfälzer an, was kein rheinland-pfälzisches Problem ist. Das ist ein bundesweites Problem, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Schluss kommen und ich sage es nochmal, man kann das nicht so pauschal und einfach darstellen, wie Sie das heute hier getan haben. Wir haben einen leistungsfähigen Landesbetrieb Mobilität und wir sind dankbar für seine Arbeit, die er tagtäglich leistet. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Arne Müller das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie schon gehört, hat der Kollege Alexander Licht mit einer kleinen Anfrage in Erfahrung gebracht, die Landesregierung habe gut 46 Millionen Euro Bundesmittel nicht abgerufen. Genau diese Mittel waren für den Straßenbau in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Ich wiederhole, 46 Millionen Euro für den Straßenbau nicht abgerufen. Die Begründung von Herrn Verkehrsminister Volker Wissing will ich wörtlich mit Zustimmung des Präsidenten aus der Antwort der erwähnten Anfrage zitieren. Für die Bestimmung der zukünftig erforderlichen Kapazitäten bedarf es daher gesicherter Erkenntnisse über das Volumen der zukünftig zur Verfügung stehenden Verkehrsfinanzierungsmittel für die Bauaktivitäten bei Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen. Außerdem, ich zitiere abermalig, das Land als Auftragsverwaltung kann nicht Ingenieure einstellen, wenn der Bund kurzfristig mehr Mittel zur Verfügung stellt und sie später wieder entlassen, wenn der Bund die Mittel zurückfährt. Herr Dr. Wissing, Sie wissen selbst, das ist ganz kleines Karo. Sie geben trotz dringend anstehender Infrastrukturprojekte und überfälligen Sanierungsmaßnahmen 46 Millionen Euro ungenutzt an den Bund zurück, weil das Land sich Ihrer Meinung nach ein paar Ingenieure mehr nicht leisten könne. Gehen wir einmal nur für einen kurzen Moment davon aus, die Regierung habe tatsächlich zu viele Skrupel, um bei Ingenieuren eine ähnliche Politik der kurzfristigen Verträge zu fahren, wie sie das schon lange bei Gymnasiallehrern tut. Herr Wissing, bei so wichtigen und dringenden Verkehrsprojekten darf keine Arbeitskraft zu teuer sein. Bayern zeigt, wie es geht. Laut Welt schafft es der Freistaat jedes Jahr mehr zu bauen als anfangs geplant. Als wesentlichen Grund führt das Blatt die gut besetzte Straßenbauverwaltung an. Herr Dr. Wissing, Ihre Selbstverteidigungslogik ist aber nicht nur kleinkariert, sondern völlig unglaubwürdig. Aus der Antwort Mitte Oktober auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Baldauf und Wieland geht hervor, das Verkehrsministerium plane bis 2020 einen Stellenabbau beim Landesbetrieb Mobilität von 180 Mitarbeitern.
Somit bewirkt der Verkehrsminister effektiv die Arbeitskräfteknappheit, die er an anderer Stelle beklagt. Herr Wissing, ohne die nötige qualifizierte Mannschaft hinter Ihnen werden Sie auch in Zukunft die Bundesmittel nicht einsetzen können. Sie müssen doch aus Fehlern gelernt haben. Meine Damen und Herren, in diesen 46 Millionen ungenutzter Mittel finden Sie die Antwort auf die Frage nach den vielen verschleppten Raumordnungsverfahren, den überfälligen Sanierungsmaßnahmen, dem unproduktiven Streit mit Kreisräten über die Finanzierung von Straßen und Brücken und allgemein dem fehlenden Mut zum Lückenschluss in unseren Verkehrsverbindungen. Beispiele bräuchte ich eigentlich nicht zu nennen. Die A1 als Stichpunkt reicht sicher, damit ein Bild vor Ihren Augen entsteht. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Wink das Wort. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal erwähnen, 600 Millionen Euro an Landesgeld bis Ende der Legislaturperiode. Wichtige Projekte wie der Lückenschluss der A1, die Rheinbrücke bei Wörth oder den Ausbau der B10. Der Verkehrsminister Dr. Volker Wissing leistet nicht nur im Bereich Verkehr hervorragende Arbeit. Und das muss auch die Oppositionsreihe mal anerkennen. Da Sie das aber natürlich nicht übers Herz bringen, begeben Sie sich lieber auf die Suche, wo man den Finger in die Wunde legen könnte, stoßen auf nicht abgerufene Bundesmittel und empören sich, warum der bereitstehende Topf nicht vollständig abgeräumt wurde. Das ist erstmal Ihr gutes Recht. Fakt ist aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass alles in der Macht Stehende getan wurde, einen größtmöglichen Teil der stehenden Mittel innerhalb der 8 Monate für den Straßenbau abzurufen und letztendlich auch sinnvoll in unser Straßennetz zu investieren. Die Freien Demokraten und die... Jetzt hören Sie doch mal zu. Nein, hören Sie doch mal zu. Ist alles gut. Alles gut. Ruhig, ruhig. Die Freien Demokraten und die Ampelpartner stehen zum Wort. Wir wollen Straßen bauen. Und wer Straßen bauen will, und den Punkt hatten wir auch, hat einen höheren Planungsbedarf. Und da der Minister das weiß, hat er Überstunden angeordnet. Er hat zusätzliche Planungsbüros beauftragt und hat mit Schnellläufern entgegengesteuert. Zudem sind doch in 2016 25 zusätzliche Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure geschaffen worden beim LBM. Und mit diesem Kraftakt ist es gelungen, und die Frau Wieland hat es erwähnt, in 2016 knapp 20 Millionen Euro mehr an Bundesmittel abzurufen, als das im Vorjahr der Fall war. Und 2017 gibt es nochmal 31 Ingenieurstellen obendrauf, um die Infrastrukturplanung zu realisieren. In einem kurzen Zeitraum, also 8 Monate von Mai bis Dezember, ist es dem Verkehrsministerium, dem LBM und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Klammer auf, denen Sie meiner Meinung nach mit diesem Antrag auch ans Schienbein treten, Klammer zu, somit gelungen, ein Planungsdefizit auszugleichen, das eben nicht zuletzt dadurch entstanden ist, dass der Bund jahrelang die Mittel heruntergekürzt hat. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir begrüßen natürlich, dass es mehr Geld gibt und dass die Aufstockung kam. Die Aufstockung ist aber eben nur dann gewinnbringend, wenn die Planungen der Bundesregierung künftig auf diesem Niveau bleiben und sich nicht wieder sprunghaft bewegen und somit verlässlich sind. Die Freien Demokraten sehen den Verkehrsminister auf einem guten Weg. Allerdings ist das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger natürlich auch zu kostbar, um es in nicht ausreichend vorbereitete
oder nicht sinnvolle Projekte zu stecken, nur um ihren Anspruch gerecht zu werden. Welcher und Ihr Anspruch kann bei diversen Infrastrukturthemen durchaus mal variieren. Das haben wir gestern gesehen und zu heute. Das variiert mal, mal so, mal so. Unser Motto ist, wir bauen nach den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land. Ganz einfach. Und das sollte nicht nur Ziel der Freien Demokraten, der Ampelpartner oder der Landesregierung sein, sondern das sollte auch der Anspruch der CDU-Fraktion sein. Zu diesem Leitbild hätten Sie sich bekennen können. Um es also mit Ihrem Antragstitel zu sagen, Chance verpasst. Vielen Dank. Wir dürfen weitere Gäste begrüßen, Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Sozialkunde am Gymnasium Niederolm. Herzlich willkommen bei uns. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Platzheim-Rögler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Aktuelle Stunde heißt verpasste Chancen, nicht abgerufene Bundesgelder durch die Landesregierung für den Straßenbau. Ich war auch irritiert, weil ich die kleine Anfrage des Kollegen Alex Licht sowie deren Beantwortung als Drucksache 17/2178 ja erst vor 2 Wochen gelesen hatte. Und ich denke mir, weil wir auch gerade bei der Aktualität von Aktuellen Stunden waren, man könnte auch sagen, verpasste Chance, unsinnige Aktuelle Stunde der CDU kostet Lebenszeit. Aber gut, das Defizit beim Mittelabruf, das die CDU hier beklagt, ging auf die gestiegenen Zuweisungen des Bundes zurück. Das erschließt sich auch aus der Antwort der kleinen Anfrage, die das Wirtschaftsministerium der CDU bzw. dem Kollegen Licht geschrieben hat. Ich sage Ihnen, Ihre Aktuelle Stunde geht ins Leere. Jetzt bin ich wahrscheinlich die Letzte, die danach lechzt, möglichst viel Geld für Straßenbau auszugeben. Aber hier wird immer nur von Straßenbau geredet. Viel wichtiger ist ja das, was wir in der letzten Legislaturperiode gemacht haben und was im Übrigen auch Ziel dieser Regierung ist, nämlich das, was im Übrigen auch der Landesrechnungshof an anderer Stelle angemahnt hat, nämlich auch in die Sanierung und Instandhaltung des jetzigen Netzes die Gelder zu stecken. Und auch die sind natürlich bei den Mitteln, die wir vom Bund kriegen, damit eingerechnet. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, wenn wir beim Thema Verkehr sind. Ja, 20% der energiebedingten Treibhausgasemissionen gehen auf den Verkehr zurück. Und die dringend notwendige Energiewende ist schlichtweg ohne den Verkehrssektor nicht machbar. Und auch deswegen ist es für uns eine Aufgabe, die vorhandenen Wege und Strecken und Straßen gut zu pflegen. Und verpasste Chancen könnte man eher der Politik des Bundesverkehrsministers vorwerfen, nämlich verpasste Chancen bei einer nachhaltigen Verkehrspolitik, verpasste Chancen bei einem vernünftigen, nachhaltigen Bundesverkehrswegeplan statt der x-ten Wünsch-dir-was-Liste, verpasste Chancen beim Ausstieg aus der vermurksten Pkw-Maut, verpasste Chancen beim Ausbau der Moselschleusen, da komme ich gleich noch mal drauf, und verpasste Chancen bei einer den Ländern wirklich gerecht werdenden Lösung des Beitrages der Regionalisierungsmittel. Und dann wirft Dobrindt irgendwann mal nebenbei ein paar Millionen Euro unter die Bundesländer für zusätzliche Investitionen in einem Zeitraum von 2016 bis 2018 für 2 Jahre. Weil Planungen nicht abgeschlossen werden konnten oder die Baukapazitäten nicht ausreichten, konnten auch andere Länder, der Herr Oster hat es eben erwähnt, ihre Gelder, die sie so nolens volens vom Bund zugewiesen bekommen haben, nicht ausgeben. Das haben sie ja eben bezweifelt. Aber ich lese Ihnen vor, es ist neben Baden-Württemberg auch Hessen, es ist Bremen, es ist Niedersachsen,
es ist Thüringen und Sie haben es gehört, auch Bayern wird mit dem unfreiwilligen Fründen aus Berlin nicht so ohne weiteres fertig. Ja, und ich frage mal, was ist denn das für eine Planung des Bundes, auf die man sich als Land einstellen kann? Was ist daran zuverlässig, wenn es heißt, und ab 2018 wird es aber wieder zurückgefahren? Und es ist auch richtig, dass der Markt der Ingenieure leergefegt ist. Und da können Sie, ich war am Montag auf einer Veranstaltung des VDI hier in Mainz. Und genau das war eine der Klagen des VDI, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Und wenn der Nachwuchs fehlt, ist einfach, sind nicht so viele fertige Ingenieure vorhanden. Und dieses Problem hat im Übrigen auch der Bund. Ich kann mich gut erinnern, als wir vor 2 Jahren, war ich mit Herrn Lewenz, der noch damals für Verkehr zuständig war, in Berlin. Und da ging es um den zügigen Ausbau der Moselschleusen. Und der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium sagte, ja, das Geld wäre ja nicht das Problem beim Ausbau der Moselschleusen. Aber leider habe der Bund nicht genügend Ingenieure, die die notwendige Planung herstellen könnten. So, und dann frage ich Sie, lieber Herr Licht, liebe CDU, fangen Sie doch erst mal da an, wo Sie noch Verantwortung tragen im Bund. Für die Landesregierung spricht Verkehrsminister Dr. Wissing. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist ja doch einiges durcheinandergebracht worden in dieser Debatte. Der Bundesverkehrsminister Dobrindt hat im Sommer 2014 erstmals den sogenannten Investitionshochlauf angekündigt. Nachdem das Bundesverkehrsministerium den Etat für den Ausbau der Bundesautobahnen und Bundesstraßen jahrelang schmal gehalten hatte, war dies eine erfreuliche Nachricht, denn nur mit steigenden Mitteln können die Defizite, die beim Zustand und der Leistungsfähigkeit des Bundesfernstraßennetzes entstanden sind, auch beseitigt werden. Wie Ihnen bekannt ist, plant und baut das Land die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes. Wir erhalten dafür eine pauschale Vergütung vom Bund, einen prozentualen Teil der Bausumme. Dieser Anteil, den der Bund uns an Planungskosten erstattet, ist aber deutlich niedriger als die tatsächlichen Kosten für die teilweise umfangreichen und sehr anspruchsvollen Planungen. Das Land zahlt also jährlich mehrere Millionen Euro für die Planung der Bundesstraßen aus eigenen Mitteln drauf. Man würde uns daher zu Recht die Verschleuderung von Steuergeldern vorwerfen können, wenn das Land beliebig viele Ingenieure für vielleicht irgendwann in der Zukunft zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorhalten würde. In Rheinland-Pfalz werden stattdessen die für den Bundesfernstraßenbau erforderlichen Ingenieurstellen wirtschaftlich verantwortungsvoll an den vom Bund tatsächlich zur Verfügung gestellten Baumitteln bemessen. Das Land benötigt dafür gesicherte Erkenntnisse über die zukünftig zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Bauaktivitäten im Bundesfernstraßenbau. Denn wir wollen und können als Land nicht Ingenieure einstellen, wenn der Bund mehr Geld auszugeben gedenkt und sie später wieder entlassen, wenn der Bund die Mittel zurückfährt. Also diese etwas absurde Idee, entschuldigen Sie, Herr Kollege, wenn ich das so deutlich sage, die ohnehin knappen Ingenieure am Markt irgendwie mit Kurzzeitverträgen anreizen zu können, ich glaube, die hat mit der Realität nicht in Einklang zu bringen. Die jahrelang niedrigen Mittelzuweisungen durch den Bund spiegeln sich nicht nur in der Zahl der Ingenieure, sondern auch in der Zahl der betriebenen Planungen wider. Wie bereits erwähnt, hat Bundesverkehrsminister Dobrindt bereits 2014 steigende Mittel angekündigt, doch erst die Etatentwürfe für 2016 und 2017, erst dann, hat man tatsächlich gleichbleibend hohe Finanzierungslinien aufgezeigt, sodass eine wirtschaftlich verantwortbare Personalanpassung beim LBM auch dann erst eingeleitet werden musste. Denn, Herr Kollege, wenn der Minister sowas ankündigt, dass er einen Hochlauf will, dann kann ich erst anfangen, oder können wir erst anfangen, auch die entsprechende Personalanpassung zu machen, wenn der Souverän, der Haushaltsgesetzgeber des Bundes, das auch tatsächlich in den Haushalt übernommen hat. Denn entscheidend ist nicht eine Ankündigung eines Ministers, sondern immer die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers. Entschuldigung, Herr Dr. Wissing, Herr Licht, der Zwischenruf ist gestattet, aber nicht die Parallelrede. Ja? Also Zwischenruf sagt vom Wort her kurz und prägnant, aber nicht kommentierende Zwischenrede. Ja?
sonst kann man dem Redner nicht folgen. Bitte, Herr Dr. Wiesing. Danke, Herr Präsident. Und weil eben die Etatentwürfe erst für 2016 und 2017 tatsächlich gleichbleibend hohe Mittel ausgewiesen haben, hat das Land dann auch sofort reagiert. Die Finanzierungslinie oder besser der Finanzierungssprung sah eine Steigerung der Baumittel um 21% im Jahr 2016 vor. Eine Steigerung um 21%. Ein solcher Anstieg ist, ich glaube, fast beispiellos. Wer ein wenig das heißt, für Rheinland-Pfalz sind das 69 Millionen Euro zusätzliche Mittel, die in einem Jahr verbaut werden sollen. Und dann soll der Minister sagen, zack, da sind die Ingenieure. Das ist so Ihre Vorstellung, wie das gehen kann. Die Realität sieht anders aus. Und wer ein wenig, Herr Kollege Licht, den Dreisatz beherrscht, dem ist sofort klar, dass die Umsetzung der um 21% kurzfristig angehobenen Mittel mit gleichbleibenden Kapazitäten nicht erreicht werden kann. Und Sie haben auch in dieser Debatte, und das ist bemerkenswert, keinen einzigen Vorschlag gemacht, weil die AfD hat vorgeschlagen, wir sollen Ingenieure künftig mit befristeten Kurzzeitarbeitsverträgen anlocken. Und die Frau Kollegin Wieland hat vorgeschlagen, wir sollen künftig noch ein paar Praktikantenplätze für Ingenieure anbieten, um Anreize zu setzen, damit noch mehr kommen. Darüber hinaus haben Sie keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie man das noch besser hätte bewerkstelligen können, als die Landesregierung das getan hat. Die Landesregierung hat deswegen bereits im letzten Haushalt 20 neue Stellen geschaffen. Und es wurde auch mit der Anordnung von Überstunden, zusätzlichen Beauftragungen von Ingenieurbüros und der Ausschreibung von schnell umsetzbaren Maßnahmen mit geringem Planungsaufwand sofort gegengesteuert. Wenn Sie darüber hinaus Vorschläge gehabt hätten, wage ich zu behaupten, dass Sie sie im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz mitgeteilt hätten. Und wir hätten sie dann auch geprüft und umgesetzt. Allein es blieben die Vorschläge aus, weil sie in Wahrheit nicht mehr zu bieten haben als das, was die Landesregierung in großer Verantwortung und in extremer Schnelligkeit getan hat. Und wir waren damit auch erfolgreich. Wir haben nämlich geschafft, dass 19 Millionen Euro mehr Mittel als im Vorjahr verausgabt werden konnten. Und das in so kurzer Zeit. Und das ist das erfolgreiche Ergebnis schneller, hochmotivierter Strukturen hier in Rheinland-Pfalz. Und es ist das Ergebnis, dass sich mit dem gegebenen Personalbestand mehr als sehen lassen kann. Die Chancen, mehr Mittel in Bundesfernstraßen in Rheinland-Pfalz zu investieren, wurde genutzt. Der LBM hat hier hervorragende Arbeit geleistet und ich will an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim LBM dafür herzlich danken. Der Bund hat nun angekündigt, dass auch in den nächsten Jahren die Baumittel noch weiter steigen werden und dann auf dem hohen Niveau bleiben werden. Daher habe ich auch auf diese Maßnahme unverzüglich reagiert. Im Entwurf des Doppelhaushalts 2017 und 2018 konnten weitere 56 neue Ingenieurstellen vorgesehen werden. Diese Stellen werden so zeitnah wie möglich besetzt. Realistischerweise ist beim möglichen Tempo der Einstellungen auf den Fachkräfteengpass im Ingenieurbereich hinzuweisen. Aufgrund der vom Bund gesteigerten Baumittel konkurrieren nicht nur die Bundesländer untereinander, sondern auch mit den Ingenieurbüros und der Bauindustrie um die verfügbaren Fachkräfte. Der Landesbetrieb tut alles, um junge und erfahrene Ingenieure zu gewinnen. Weitere Vorschläge sind herzlich willkommen, allein sie blieben heute Morgen aus. Dazu werden die einschlägigen digitalen Stellenbörsen ebenso genutzt wie die Möglichkeiten der unmittelbaren Ansprache von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren während und nach dem Studium. Und noch etwas zu dem, was Sie hier in Verbindung bringen wollen, was aber nicht zusammenpasst. Es ist richtig, dass wir Stellen beim LBM abbauen. Es ist aber falsch, diesen Stellenabbau in Verbindung mit den Planungskapazitäten zu bringen. Weil die Stellen, die wir beim LBM abbauen, 0,0 Auswirkungen auf die Planungskapazität des LBM haben. Und damit fällt dieses Argument, was Sie hier so an die Wand malen, in sich zusammen wie ein Kartenhaus bei einer kleinen Windböe. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir haben eine große Herausforderung zu meistern. Während der Finanzkrise wurden die Investitionsmittel zurückgefahren. Das war nicht aus Boshaftigkeit, sondern es gab Gründe dafür. Jetzt wurden sie kurzfristig wieder angehoben. Freuen wir uns darüber. Wir passen die Planungskapazität mit maximaler Geschwindigkeit an. Und dann wird in Rheinland-Pfalz genauso wie in anderen Ländern gebaut. Und im Übrigen, meine Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder haben genauso Probleme, die Mittel zu verbauen. Da hat vielleicht der eine in dem Jahr ein bisschen mehr Glück, weil er noch mehr Vorratsplanung, größere Projekte hatte. Der andere hat vielleicht im nächsten Jahr Probleme. Wir werden die Planungskapazitäten in allen Bundesländern anpassen.
Wir werden die Planungskapazitäten in allen Ländern anpassen. Rheinland-Pfalz hat seine Hausaufgaben gemacht. Wenn Sie Vorschläge haben, wie man das noch verbessern kann, können Sie sie hier gerne vortragen. Alleine, wie ich sage es nochmal, außer mehr Praktika anzubieten für Ingenieure, ist der CDU offensichtlich auch nichts eingefallen. Herzlichen Dank. Aufgrund der Redezeit der Landesregierung haben die Fraktionen insgesamt eine Redezeit von 3 Minuten noch. Frau Wieland für die CDU. Drei Minuten reichen sicher nicht, um alles das, was hier gesagt wurde, mit Fakten zu widerlegen. Ich fange mal mit einem an. Immer wieder ist die Rede von Planungskosten, die das arme Land übernehmen muss, um die Bundesmittel zu nehmen. Um das mal in Relation zu setzen, für 100 Euro, die das Land bekommt, muss es vielleicht 5 Euro Planungskosten bezahlen. Für diese 5 Euro sind wir bereit, auf die restlichen 95 Euro zu verzichten. Diese Relation geht es. Aber noch was Grundsätzliches, was mich jetzt gerade fast schon erschüttert hat, ist die Einigkeit, mit der Sie sagen, alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, war richtig. Ich hatte Ihnen ja die Brücke gebaut, dass es 5 verlorene Jahre während der rot-grünen Zeit gab und dass aber richtigerweise in 2016 ein Umschwenken kam. Aus unserer Sicht viel zu spät, aber dass Sie jetzt alle sagen, alles, was wir in diesen Jahren gemacht haben, war richtig, wenn es um Lebenszeit geht, die wir mit solchen Diskussionen verschwenden, ich glaube, die Rheinland-Pfälzer verschwenden die Lebenszeit im Moment sehr im Stau und über Straßen, die nicht gebaut werden. Denn Fakt ist, der Herr Oster hat einen 10-Jahres-Schnitt genannt. Warum er 10-Jahres-Schnitt nimmt, wenn man 5 Jahre nimmt, dann zeigt sich, in den vergangenen 5 Jahren wurden eben kaum mehr Mittel vom Bund abgegriffen. Und im vergangenen Jahr, das war eindeutig ein Umsteuern, was begonnen hat und was in den vergangenen 5 Jahren zur Auswirkung kam. In der Spitze eben im Jahr 2016 mit 46 Millionen nicht abgerufenen Mitteln. Und wir hätten uns gewünscht, dass Sie sagen, wir haben gelernt, jetzt machen wir eine andere Strategie und diese Strategie heißt eben auch Vorratsplanung. Dieses Stichwort ist überhaupt nicht aufgetaucht. Nein. Und ein letztes, Sie werfen uns vor, wir haben keine Vorschläge. Das eine ist schnell reagieren, zeitnah reagieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, andere Bundesländer waren früher dran, Ingenieure zu suchen. Jetzt bleibt uns in vielen Bereichen nur der Rückgriff auf externe Ingenieurbüros. Wir haben mit den Büros gesprochen. Das ist nicht so, dass die keine Aufträge mehr annehmen. Jeder, der in einer Kommune arbeitet, weiß, dass es schwierig ist, aber dass es immer Büros gibt, die Aufträge gerne noch annehmen. Und ein allerletztes, Herr Minister, wenn Sie lächerlich machen Methoden, wie heutzutage Personal gesucht wird, dann zeigt das, dass Sie das noch nicht verinnerlicht haben, wie heute Personal gesucht wird. Auch da haben wir mit verschiedenen Büros gesprochen. Es gibt beispielsweise die Instur, die neben Busse fahren mit den Ingenieurstudenten zu den verschiedenen Arbeitsstätten. LBM ist ein attraktiver Arbeitgeber, wenn das Studenten klargemacht wird. Und die Aussage war, die Postkarte reicht nicht. Das können wir jetzt nicht in der kurzen Debatte, aber es gibt Methoden und diese Methoden sollte der LBM sich zu eigen machen. Für die SPD-Fraktion hat Abgeordneter Oster das Wort. Ja, sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren. Sie erwecken den Eindruck, als hätte der LBM die letzten Jahre die Hände in den Schoß gelegt und hätte keine Bauprojekte angegangen. Und das muss man jetzt hier nochmal deutlich klarstellen. Herr Licht, wir haben genug Zeit. Sie können gerne ans Rednerpult selber kommen und selber Stellung dazu beziehen. Folgendes ist nochmal hier klar und deutlich zu sagen. Wir haben in den letzten 10 Jahren, und Sie haben ja gesagt, warum habe ich mich auf die letzten 10 Jahre bezogen? Ja, weil ich mich auf Ihre kleine Anfrage beziehe. Das sind Ihre Fragen, die Sie hier gestellt haben. Also ergibt überhaupt keinen Sinn, was Sie da sagen. Im Durchschnitt haben wir in den letzten Jahren immer 25 Millionen Euro mehr
verplant. 25 Millionen Euro mehr verplant. Das erwähnen Sie mit keiner Silbe. Das sind summaro 240 Millionen Euro mehr in 10 Jahren. Da verlieren Sie kein Wort drüber. Dann noch zwei Fakten, die man erwähnen muss. Dass der LBM erst ganz spät vom Bund gemeldet bekommt, wie viel Geld er denn überhaupt bekommt. Das haben Sie auch nicht erwähnt. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird gemeldet von Berlin, was man im nächsten Jahr bekommt. So, also, der LBM muss kurzfristig reagieren. Das ist nicht leicht und das macht er im Rahmen des Möglichen überragend. So, und dann, das müsste ich Ihnen eigentlich gar nicht vorlesen, weil es in Ihrer kleinen Anfrage ja drin steht, zu den 46 Millionen Euro, die angeblich ja jetzt verloren sind. Es steht ganz klar drin, und ich lese es nochmal vor, nicht verausgabte Bundesmittel werden vom Bund grundsätzlich überjährlich weiter zur Verfügung gestellt. Also so einseitig, wie Sie das heute hier darstellen, ist es nicht. Ich könnte jetzt die ganzen Jahre nochmal auflisten, wie viel wir on top verdient haben, aber das muss nicht sein. Bitte sehen Sie das nicht so einseitig, wie Sie es hier machen. Bringen Sie konstruktive Vorschläge mit ein, mit den Praktikanten. Das soll ja vielleicht gut gemeint sein von Ihnen, aber Sie wissen selbst, das würde mehr Kräfte nochmal bündeln und das wäre dann schwieriger. Also von daher konkrete Vorschläge, wie wir das angehen können. So einfach kann man es sich nicht machen. Für die AfD-Fraktion Herr Arne Müller. Herr Präsident, liebe Kollegen, Herr Dr. Wissen, wir haben das nicht als Vorschlag eingebracht, Kurzarbeitszeitverträge. Wir wollten lediglich darauf hinweisen, dass es in anderen Branchen üblich ist. Dann möchte ich kurz zum Herrn Oster kommen. Herr Oster, wir sind nicht der Meinung, dass das LBM geschlafen hat oder so. Wir sind der Meinung, dass der LBM macht eine richtig gute Arbeit. Sie sind lediglich überfordert. Und liebe Kollegen von der FDP, Sie betonen den Wille zum Bau von Verkehrsprojekten. Der Wille allein reicht nicht. Taten zählen und nicht nur Worte. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Damit ist der Tagesordnungspunkt beendet, die aktuelle Debatte. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19, Antrag der Fraktion der CDU. Schleusern das Handwerk legen, Rückführungszentren in Nordafrika einrichten. Herr Kessel redet für die Antragsteller. 5 Minuten. Ja. Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr als 5.000 Flüchtlinge sollen allein im vergangenen Jahr bei ihrem Versuch, nach Europa zu gelangen, im Mittelmeer ertrunken sein. Die kriminellen Schleuserbanden nehmen bewusst den Tod dieser Menschen in Kauf. Diese bewusst in Kaufnahme ist ein verbrecherischer Teil ihres absurden und auf der Not dieser Menschen begründeten Geschäftsmodells. Den Schleusern ist nicht daran gelegen, die seeuntüchtigen und maßlos überfüllten Boote sicher in die europäischen Häfen zu bringen. Die Flüchtenden vertrauen darauf, in internationalen Gewässern gerettet und nach Europa gebracht zu werden. Erst wenn dieses Roulette-Spiel um Leben und Tod ein Ende gemacht wird, wird das menschenverachtende Geschäftsmodell der Schleuserbanden nicht mehr funktionieren. Die geforderten Rückführzentren in Nordafrika sollten gleichzeitig auch vorgelagerte Erstaufnahmeeinrichtungen sein. In diesen Zentren könnten sowohl die Flüchtlinge, die aus der Seenot gerettet wurden, als auch die, die auf dem Landweg nach Europa unterwegs sind, ihren Asylantrag stellen und dann auf legalem Weg in die Europäische Union einreisen zu können. Die Pläne von Bundesminister de Maizière und der rheinland-pfälzischen CDU für die Einrichtung der Rückführzentren und der sogenannten Hotspots scheiterten bisher am Widerstand der SPD-Bundestagsfraktion. Wir begrüßen deshalb sehr, dass der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herr Oppermann,
jetzt öffentlich erklärte, den Plänen des Bundesinnenministers zuzustimmen. Damit den Schleusern das Handwerk gelegt wird und dem zigtausendfachen Tod der Flüchtlinge ein Ende gemacht wird, fordern wir die Landesregierung auf, die Pläne des Bundesinnenministers zur Einrichtung der Rückführzentren in Nordafrika zu unterstützen und bitten das Hohe Haus um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Rauschkopf von der Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir stimmen auch zu und ich glaube, das kann keiner hier im Raum verneinen, dass es eine große Tragödie ist, die im Mittelmeer passiert und die wir so eigentlich nicht mehr mit ansehen können, die auch lange Zeit gar nicht wirklich beachtet wurde von den europäischen Staaten. Aber wir sehen die Ausreisezentren, die Sie fordern, nicht als Lösung. Ihre Bundeskanzlerin hat sich ja getroffen mit dem tunesischen Ministerpräsidenten diese Woche und ist dann auch nochmal gesagt, es war gar kein Thema. Er hat auch gesagt, es ist ein Land, wo gerade Stabilität ein wenig eingekehrt ist. Und es wird schwierig sein, wenn man sich auch die anderen Staaten anschaut, in Nordafrika logistisch und sicherheitstechnisch dort Ausreisezentren aufzubauen. Ich denke, es gibt andere Dinge, mit denen wir helfen können, dass es den Menschen besser geht. Es gibt andere Dinge, dass wir beraten können vorher, bevor die Leute überhaupt das Geld einem Schleuser geben, dass es schwierig ist, wenn man eben nicht unbedingt die Gründe hat. Und wir haben schon mal in anderen Debatten darüber geschrieben und darüber geredet, dass es Rücknahmeabkommen bedarf, dass die Menschen eben auch schnell zurückgeführt werden können, dass man vielleicht gar nicht erst aufbricht. Aber klar, die Not der Menschen wird auch so groß sein, dass sie kaum in einem Ausreisezentrum gehalten werden können. Man kann sie ja dort auch nicht festhalten. Von daher, der Punkteplan, der 16-Punkte-Plan, der letzte Woche besprochen wurde, da sind viele Punkte dabei, die sinnig sind, die wir auch in Rheinland-Pfalz schon durchführen, wie eben die gute und erfolgreiche Rückkehrpolitik. Aber die Ausreisezentren sind ein Punkt, der für uns da keine Option darstellt. Deswegen werden wir mit dem Antrag nicht mitgehen. Nun erteile ich Herrn Dr. Bollinger von der Fraktion der AfD das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, so Oscar Wilde. Das Original zu dem vorliegenden Antrag der CDU trägt den Titel »Den Herausforderungen konstruktiv begegnen«, Positionspapier der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag zu Flüchtlings-, Asyl- und Einwanderungspolitik. Darin wird gefordert, Abkommen mit Mittelmeeranrainerstaaten zu schließen, um dort Aufnahme- und Asylverfahrenszentren einzurichten und auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge nicht nach Europa zu bringen, sondern sie direkt in diese Zentren zurückzuführen. Damit Flüchtlinge eine lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nicht riskieren müssten und dem inhumanen Menschenhandel der Schleppernetzwerke wirksam der Boden entzogen wird. Das Papier enthält weitere sinnvolle Maßnahmen, wie den Kreis der sicheren Herkunftsstaaten zu erweitern, Fehlanreize zur Armutsmigration abzubauen durch Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber beispielsweise, eigene Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber mit sehr geringen Erfolgsaussichten zu schaffen, Duldungen wirklich nur noch als Ausnahmen zu gewähren und Abschiebungen zu zentralisieren, um die Ausländerbehörden der Kommunen zu entlasten und die Verfahren zu beschleunigen. Dieses kohärente Reformprogramm für eine realistische Asylpolitik wurde im Juni 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt, also Monate vor der Zuspitzung der Asylkrise. Wie ablehnend und polemisch die Reaktionen auf unsere Vorschläge waren, nicht nur aus dem linken politischen Spektrum und den Leitmedien, den sogenannten, sondern auch seitens der CDU, brauche ich hier wohl nicht näher zu erläutern. Damals prognostizierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für das Jahr 2015 noch 450.000 Asylanträge. Heute wissen wir, dass Experten der Bundespolizei intern schon im Frühjahr 2015 vor weit höheren Zuwandererzahlen gewarnt hatten. Die Bundesregierung mit ihrer Bundeskanzlerin voran verschwieg und verdrängte die bedrohliche Realität, bis sie dann im Sommer 2015 mit ihrem willkürlichen, parlamentarisch nicht legitimierten und verfassungswidrigen Bruch des Dublin-Abkommens
und des geltenden Asyl- und Einreiserechts ihre Kapitulation vor der neuen Völkerwanderung erklärte. In der rheinland-pfälzischen CDU regte sich dagegen kein Widerspruch. Noch im November 2015, als die Kommunen unter dem Zustrom ächzten, verteidigte Julia Klöckner die Kanzlerin gegen vermeintlich unanständige Kritik aus der CSU. Erst Anfang 2016, als die Umfragewerte der CDU im Vorfeld der Landtagswahlen proportional zum Anstieg der AfD-Beliebtheit abstürzten, machte Julia Klöckner mit ihrem sogenannten Plan A2 eine Kehrtwende, die für die Wähler in Rheinland-Pfalz aber allzu durchsichtig und inkonsequent war. Als Opposition im Landtag versucht die CDU, sich nun als Sachwalterin von Recht und Ordnung zu gerieren, so als ob sie mit dem Asylchaos nichts zu tun hätte. Dabei übernimmt sie sukzessive unsere vormals verpönten Forderungen wie konsequentere Abschiebungen, Aufnahmezentren in Afrika, Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer etc. etc. Allerdings fehlen ihr dabei sowohl Konsequenz als auch ein kohärentes Gesamtkonzept, wie es die AfD schon im Sommer 2015 präsentiert hat. Im rot-grünen Lager ist der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, mit seiner Übernahme unserer Forderungen nach Asylzentren in Nordafrika ein einsamer Rufer in der Wüste. Gerade der rheinland-pfälzischen Landesregierung fehlt es immer noch an Realismus und Augenmaß, wie wir täglich sehen. Die grüne Ministerin Spiegel blockiert überfällige Maßnahmen wie die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer und eine stringentere Abschiebungspraxis. Die Landes-FDP unterstützt entgegen ihrer Versprechen im Wahlkampf und der Position ihrer Bundespartei diese rot-grüne Politik. Für die unumgängliche Begrenzung der Zuwanderung im Interesse des sozialen Friedens, die rechtsstaatlich gebotene Trennung von Asyl und Einwanderung, die Sicherung der deutschen Grenzen, den Stopp der Einreise von Kriminellen und Terrorsympathisanten tritt also immer noch die AfD allein ein. Das darf nicht so bleiben, denn gerade in der Frage der Aufnahmezentren müsste Deutschland vorangehen. Das erwarten nicht nur unsere Bürger, sondern auch unsere Nachbarvölker in Europa, die das Interesse an der Kontrolle der Migration eint, um den Frieden in Europa zu bewahren. Dem vorliegenden Antrag der CDU stimmen wir daher zu. Handelt es sich doch um eine Umsetzung originärer AfD-Programmatik, wenn auch viel zu spät, unvollständig und ohne Anerkennung unserer Urheberschaft. Und dies ohne Spielchen zu machen wie die Stellung von inhaltlich identischen, leicht anders formulierten Alternativanträgen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Becker von der Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist der CDU nicht recht. Und das passt auch nicht. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute wieder über ein sehr sensibles Thema. Migration und Flüchtlingssituation sind seit gut 2 Jahren eines der beherrschenden Themen des politischen Diskurses. Eben weil es ein Thema ist, das viele Menschen in Deutschland und Europa beschäftigt, ist es im besonderen Maße geboten, über die vielen Fragen und offenen Fragen und Lösungsansätze sachlich und differenziert zu sprechen. Es ist ein hochemotionales Thema, bei dem allzu schnell scheinbar simple Lösungen präsentiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich warne davor, beim Thema Migration und Flüchtlinge populistisch zu werden. Die Idee, Rückführungszentren in Nordafrika einzurichten, ist ja nicht neu. Dieser Vorschlag findet sich in regelmäßigen Abständen seit vielen Jahren auf der Tagesordnung der Parlamente in Deutschland. Allerdings handelt es sich bei dem Vorschlag, diese, wie Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der CDU es bezeichnen, Zentren, um eine zu kurz gedachte Scheinlösung. Diese Erkenntnis hatte, und da muss ich die Kollegin von der SPD
sehr unterstützen offensichtlich auch die Bundeskanzlerin. Hatte sie doch noch vor dem Besuch des tunesischen Ministerpräsidenten deutlich gemacht, dass sie dringend mit ihm über dieses Thema sprechen würde. Nach dem Besuch hat sie dann aber schon erklärt, dass der Begriff schon gar nicht zu ihrem Wort Sprachgebrauch gehört und das Thema auch überhaupt keine Rolle in ihrem Gespräch gespielt hat. Meine Damen und Herren, aus Sicht der Freien Demokraten ist es unabdingbar, dass die Bundesregierung belastbare Abkommen mit den nordafrikanischen Staaten abschließt, um Rückführungen in die entsprechenden Länder in einem geordneten Verfahren durchzuführen. In diesem Punkt, geschätzte Kolleginnen und Kollegen der CDU, komme ich nicht ganz darum hin, darauf zu verweisen, dass die Erfolge der Bundeskanzlerin und des Kanzleramtsministers und des Innenministers noch ausbaufähig sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Frau Klöckner, ich sage das wirklich in allem Respekt, Sie sind stellvertretende Bundesvorsitzende und Ihnen wird ja ein sehr kurzer Draht zur Bundeskanzlerin nachgesagt. Legen Sie uns doch lieber nicht einen solchen Antrag hier vor, der schon nach ein bisschen getarnten Wahlkampfpapier der CDU aussieht. Sprechen Sie lieber mit der Kanzlerin, dass sie sich, wie ich es gerade vorgetragen habe, mit den Amtskollegen der Staaten in Nordafrika auf belastbare Abkommen zur Rückführung von ausreisepflichtigen Menschen verständigt. Noch einmal zum Abschluss, meine Damen und Herren. Die Gesellschaft in Deutschland erwartet zu Recht, dass sich die Politik mit dieser wichtigen Frage befasst und Lösungsansätze entwickelt. Aber lassen Sie uns das bitte sachlich und konstruktiv machen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Köbler von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dass es gut ist, dass wenn Menschen im Mittelmeer sterben, wenn im vergangenen Jahr fast 6.000 Menschen ersaufen, Frauen, Kinder, direkt vor unseren Grenzen, es ist gut, dass uns das hier nicht egal ist, sondern dass es uns hier beschäftigt und dass wir eben das Schicksal dieser Menschen auch anerkennen, die es nie zu uns geschafft haben, die ihre letzte Hoffnung in Europa gesetzt haben, die alles auf sich genommen haben, um diese Hoffnung Realität werden lassen und dabei ihr Leben lassen mussten. Ich glaube, das ist ein Schandfleck für Europa und es ist gut, dass uns das nicht egal ist und dass wir hier uns auch damit auseinandersetzen, wie wir diesem ernsthaften Thema auch begegnen können. Von daher ist die Problemstellung, die die CDU in ihrem Antrag beschreibt, durchaus richtig und auch anzuerkennen. Da muss schleunigst was getan werden. Allerdings frage ich mich, ob der Vorschlag überhaupt zur Lösung beiträgt oder ob er nur die Verschlimmerung des Problems bedeuten würde. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum auch die damals die CDU geführte Bundesregierung, die das unterstützt hat, die Europäische Union, das erfolgreiche Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum im Mittelmeer einzustampfen. Das ist ein absolut humanitärer Fehler gewesen, der bis heute nicht nachvollziehbar ist. Deswegen muss sich auch die Bundesregierung, die Kanzlerin fragen lassen, welche politische Mitverantwortung jetzt auch für das Sterben im Mittelmeer da ist. Und machen wir uns doch nichts vor, die Zahlen steigen wieder, nachdem die Balkanroute geschlossen worden ist. Die Zahlen steigen wieder, nachdem der Türkei-Deal gemacht worden ist, weil vollkommen klar ist, dass die Menschen in ihrer Verzweiflung sich entsprechende Wege suchen. Und dass für viele sozusagen das Sterben im Heimatland oder in irgendwelchen Lagern in Nordafrika immer noch die schlimmere Alternative ist zu einem gefährlichen Weg mit dubiosen Schleusern über das Mittelmeer. Das ist einfach die knallharte Realität und das ist einfach Realismus, wenn man darüber spricht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob Zentren in Nordafrika, die ja, wie Sie es beschreiben, so gedacht sind, dass wenn Menschen
von Frontex zum Beispiel im Mittelmeer gerettet werden vor dem Ersaufen, nicht an die europäische Küste gebracht werden, sondern an die nordafrikanische Küste wieder in Zentren gebracht werden, ob die wirklich helfen. Meine Damen und Herren, das kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Menschen in ihrer Verzweiflung natürlich die nächstbeste Gelegenheit wieder nutzen werden, um übers Meer zu kommen. Und ich glaube nicht, dass sie damit einen Beitrag zur Lösung des Problems zu sterben im Mittelmeer leisten, sondern ganz im Gegenteil. Sie müssen sich auch fragen lassen, wie das mit Artikel 32 und 33 Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar ist, indem sich die Staaten Europas dazu bekannt haben, dass niemand, der Asyl begehrt in Europa, einfach an der Grenze zurückgewiesen werden kann. Und wir reden hier über Menschen, deren Berechtigung, Asyl zu beantragen, noch überhaupt nicht irgendwo überprüft worden ist. Und von daher stößt der Vorschlag auf massive völkerrechtliche Bedenken. Und meine Damen und Herren, Sie müssen auch sagen, wo wollen Sie denn ein solches Rückführungszentrum überhaupt installieren? Der Staat, wo die meisten Menschen von Staaten ins Mittelmeer ist, Libyen. Jetzt kann man hier kaum von einem Staat sprechen. Dieser Staat hat keine Regierung, die irgendeine Handlungsgewalt hat. Libyen hat Auffanglager jetzt schon für Flüchtlinge, die dort ankommen, die überhaupt nicht organisiert sind, wo Warlords herrschen, ja, wo unhaltbare Zustände herrschen. Also wie wollen Sie das eigentlich in den Griff kriegen? Tunesien hat klar gesagt, sie stehen nicht bereit für ein Rückführungsgefängnis der Europäischen Union in unserem Staat. Und meine Damen und Herren, Sie kriegen es ja noch nicht mal hin mit Ihrem Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein Rückführungsabkommen für abgelehnte Asylbewerber mit Tunesien hinzubekommen. Wie Sie das mit Flüchtlingen, die noch nicht mal einen Antrag gestellt haben, mit Tunesien hinbekommen, diese Antwort bleiben Sie schuldig. Und dann noch über die Frage, worüber reden wir eigentlich? Zahlen von 2015 zeigen, dass 2/3 der Menschen, die in Italien anstranden, über das Mittelmeer kommen. Aus den Ländern Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Gambia, Syrien, Senegal und Mali kommen. Also Länder mit sehr hohen Schutz- und Anerkennungsquoten bei uns in Deutschland. Eritrea aktuell 76% Schutzquote, Somalia aktuell 65% Schutzquote und Syrien aktuell 94% Schutzquote. Das bedeutet, sie wollen eine ganze Reihe von Menschen wieder rausschmeißen, die bei uns ein Recht auf Asyl hätten. Und damit untergraben Sie das Grundrecht auf Asyl, meine Damen und Herren. Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Joa gemeldet. Ja, geehrter Präsident, liebe Kollegen, Herr Köbler, ich möchte auf das Thema Migration aus Afrika noch mal im Detail eingehen. Afrika hat ein sehr starkes Bevölkerungswachstum und die Rettungsanreize mit Aussicht auf Rettung ins europäische Sozialsystem treibt die Menschen, kann ich verstehen, natürlich an, die Überfahrt zu wagen. Es steht außer Frage, dass wir die Leute retten müssen. Die Verpflichtung haben wir, absolut. Aber eine Rettung nach Europa kann nicht die dauerhafte Lösung sein. Es kann so nicht ewig weitergehen, denn das Sozialsystem, die Sozialsysteme werden das irgendwann nicht mehr aushalten. Und wir könnten jedes Jahr 2 Millionen Leute aus Afrika aufnehmen. Wir würden an dem Grundproblem überhaupt nichts ändern, sondern uns im Gegenzug nur selbst überfordern. Herr Köbler, Sie sprechen davon, was alles nicht geht, was nicht möglich ist, was Probleme macht. Ihre Aufgabe als Politiker ist es jedoch, Lösungen zu finden und nicht immer alles nur wegzudrücken. Und noch was Allgemeines möchte ich sagen. Wir sind hier als Politiker, als Berufspolitiker durchaus in einer privilegierten Situation. Und ich erwarte von jedem Abgeordneten, dass er sich primär an den Leuten orientiert, nämlich die Wähler, die ihn bezahlen und die ihn gewählt haben. Vielen Dank. Eine Erwiderung wird nicht gewünscht, dann hat Frau Staatsministerin Spiegel das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Idee von Rückführungszentren in Nordafrika geistert bereits seit über 10 Jahren durch die politischen Debatten. Es gibt jedoch erhebliche Gründe, die gegen einen solchen Vorschlag sprechen. Ein Hauptpunkt ist dabei, die Menschenrechts- und Sicherheitslage in den Staaten Nordafrika ist mehr als bedenklich. In welchem Land will man diese sogenannten Rückführungszentren denn einrichten?
Die Sicherheitslage in Ägypten ist schlecht. Marokko und Algerien sind zwar etwas sicherer, aber sie sind keine wichtigen Transitländer und liegen abseits der Migrationsrouten. Es ist nicht vertretbar, in einem dieser Staaten Bearbeitungszentren einzurichten. Die Lage in Tunesien ist volatil. Erst kürzlich hat die Presse wieder über zunehmende Gewalt durch die Polizei dort berichtet. Außerdem hat sich der tunesische Premier erst diese Woche klar gegen Flüchtlingszentren in seinem Land ausgesprochen. Er sagt, wenn überhaupt, dann müsste man über Libyen nachdenken. Dazu muss man wissen, die meisten Fahrten von Flüchtlingen über das Mittelmeer finden von Libyen aus statt. Libyen ist jedoch ein sogenannter Failed State, ohne effektive Regierung. Es gibt dort keine ausreichende Küstenwache, die die Abreise in seeuntüchtigen Booten effektiv verhindern kann. Und selbst wenn diese Boote dann in effektiver Weise an der Abfahrt gehindert werden, was passiert mit den Flüchtlingen? Wie stellen Sie sich diese sogenannten Rückführungszentren vor? Derzeit werden Migrantinnen und Migranten, die von den wenigen staatlichen libyschen Einsatzkräften aufgegriffen werden, laut Berichten unter bedenklichen Konditionen inhaftiert. Wollen Sie die Flüchtlinge also in libyschen Lagern inhaftieren? Allein aus Gründen der Asylantragstellung ist eine Inhaftierung verboten. Das kommt also überhaupt nicht in Frage. Bleiben nur offene Lager oder Rückführungszentren, wie Sie die Befürworterinnen und Befürworter nennen möchten. Die Krux ist allerdings, offene Lager stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Flüchtlinge dar. Das Auswärtige Amt hat erst vor kurzem über die Situation in Libyen berichtet. Es finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Flüchtlinge werden mitunter wahllos erschossen und bewaffnete Milizen terrorisieren das Land. Es stellt sich daher die Frage, ob die Rückführung von Flüchtlingen in offene Lager nicht einen Verstoß gegen das Gebot darstellen würde, dass niemand in einen Staat abgeschoben werden darf, in dem sein Leib oder Leben in Gefahr wären. Und selbst wenn es in diesem fragilen Umfeld gelingt, ein kleines Maß an Sicherheit in den Lagern zu erringen, dann warten schon die nächsten Probleme. Nämlich die ganz praktischen Fragen der Versorgung von Flüchtlingen in den Lagern, den Rückführungszentren. Meine Damen und Herren, die deutsche Welthungerhilfe geht derzeit davon aus, dass die Ernährungslage in Libyen Anlass zu ernster Besorgnis gibt. Wie stellen Sie sich die Versorgung der Flüchtlinge in den Lagern vor? Wo wollen Sie die Nahrungsmittel in einem Hungerland herbekommen? Und wenn Sie die Nahrungsmittel haben, wie wollen Sie die Verteilung in den Lagern gewährleisten, während die Menschen außerhalb der Lager hungern? Halten Sie es für realistisch, dass die hungernden Menschen außerhalb des Zauns den anderen im Lager beim Essen zuschauen? Nein, sie werden den Zaun niederreißen. Und somit sind wir dann wieder bei der Sicherheitsfrage. Gehen wir aber davon aus, dass im Failed State Libyen neben den Herausforderungen im Sicherheitsbereich auch die Versorgung in den Lagern gelänge. Dann wartet die nächste Herausforderung im Asylprozess, die Verfahrensberatung und die Abwicklung der gerichtlichen Verfahren, eventuell mit Anhörung der Betroffenen. Wie wollen Sie die in Libyen oder in einem der anderen nordafrikanischen Staaten garantieren? Es müsste massiv Personal aus der EU, aus Deutschland dorthin verlegt werden. Halten Sie das angesichts der Sicherheitslage in diesen Ländern für realistisch? Wie wollen Sie die Sicherheit der Beamtinnen und Beamten garantieren? Ich glaube, Sie merken langsam, warum dieser Vorschlag schon seit mehr als 10 Jahren durch die Debatten geistert. Er ist schlicht und ergreifend nicht realistisch und nicht umsetzbar, meine Damen und Herren. Ich teile das Anliegen, den Flüchtlingen die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer zu ersparen, um Schutz vor Krieg, Terror und Verfolgung zu erhalten. Alleine im letzten Jahr sind mehr als 6.000 Menschen ertrunken und in diesem Jahr waren es bereits mehr als 300. Die Dunkelziffer mag womöglich weitaus höher sein. Und das ist eine Schande für die Menschheit.
um den Schleuserinnen und Schleusern das Handwerk zu legen und das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden, brauchen wir aber andere Lösungen als Lager im Wüstensand. Wir brauchen endlich legale, gesteuerte Einwanderungswege. Also konkret, wir brauchen beispielsweise ein Einwanderungsgesetz und wir brauchen ein umfassendes Resettlement-Programm für Flüchtlinge aus den Krisenländern, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Zu einer kurzen Intervention hat sich der Abgeordnete Dr. Bollinger gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, im Antrag war, glaube ich, nicht von Inhaftierung die Rede. Und das war auch nicht der Fall in dem Positionspapier der AfD, von dem ich eben sprach. Der Plan wäre vielmehr, dass diese Zentren natürlich nicht eingerichtet würden unter der Aufsicht der dortigen Behörden, sondern die Oberaufsicht könnte die EU übernehmen. Und was die Finanzierung betrifft, haben wir ja Vergleiche. Ich meine, wir wissen, dass die Versorgung einer Person als Asylbewerber hierzulande bei mindestens 1.000 Euro im Monat liegt, während zum Beispiel in den Flüchtlingslagern in Nahost, in Jordanien, wir mit 30 Dollar im Monat eine Familie komplett versorgen können. So. Also, Sie sehen, dass wir mit dem Geld, das wir, von dem wir auch möchten, dass es eingesetzt wird, um diesen Menschen zu helfen, dass wir das dort unten vor Ort eben deutlich effizienter einsetzen können und gleichzeitig verhindern können, dass viele von diesen Menschen sich auf diese lange und gefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa machen. Und das ist ja jetzt auch nicht nur die Position der AfD oder mittlerweile auch der CDU und von Teilen der SPD, sondern das wird ja auch von namhaften Migrationsforschern vorgeschlagen. Ich nenne mal den Namen Paul Collier, Oxford, Ökonom, Migrationsforscher, der im Jahr 2060 mehrfach in den Medien zitiert worden ist, mit genau diesem Ansinnen und mit genau dieser Begründung, dass es eben im Sinne einer Verantwortungsethik deutlich sinnvoller ist, diesen Menschen vor Ort zu helfen, ihnen die lange und gefährliche Reise zu übersparen und gleichzeitig hier mit unseren Finanzen verantwortlicher umzugehen. Vielen Dank. Damit liegen im Präsidium keine Wortmeldungen mehr vor zu diesem Tagesordnungspunkt. Wird Ausschussüberweisung gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir unmittelbar zur Abstimmung über den Antrag mit der Drucksache 17-2247 der Fraktion der CDU zum Thema Schleusern, das Handwerk legen, Rückführungszentren in Nordafrika einrichten. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank für Enthaltung und damit keinen Raum mehr. Damit ist der Antrag der Fraktion der CDU mit der Drucksache 17-2247 mit den Stimmen der SPD, der FDP und Bündnis 90 Die Grünen bei Zustimmung der Fraktionen der CDU und der AfD mit Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Fraktionen SPD, CDU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 17-2225 zum Thema Sicherstellung der Blutversorgung in Rheinland-Pfalz. Die Fraktionen haben dem Präsidium mitgeteilt, dass dieser Tagesordnungspunkt ohne Aussprache behandelt werden soll. Wird Ausschussüberweisung gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir unmittelbar zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Das war einstimmig. Damit ist der gemeinsame Antrag der vier genannten Fraktionen mit der Drucksache 17-2255 zum Thema Sicherstellung der Blutversorgung in Rheinland-Pfalz einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21. Da ist dem Präsidium mitgeteilt worden, dass die Fraktion der AfD diesen Antrag zurückgezogen hat. Die übrigen Fraktionen sind damit einverstanden, dass er damit auch nicht behandelt wird. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung unserer dreitägigen Plenarsitzung. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, ein erholsames Wochenende. Die Sitzung ist geschlossen. Auf Wiedersehen. Herr Präsident, du hast